Minderheitenschutz für Filme, ein Titel, unter dem sich viele wenig vorstellen konnten. Wir werden das gemeinsam eruieren. Man könnte vielleicht sagen, es geht jetzt auch ein bisschen um das böse F-Wort, das erst nur einmal vorkommen durfte auf der Folie, nämlich die Finanzierung. Die Finanzierung und die Digitalisierung, die Struktur, die Politik, ja, um das mal grob zu umreißen, ich möchte Ihnen zunächst meine Panel-Gäste vorstellen. Ich fange mal an mit Dr. Ulrike Gutheil, Staatssekretärin für Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Brandenburg und auch die Beauftragte der Landesregierung für die Angelegenheiten der Sorbenwenden, Juristin, Ausgebildete. Macht mir ein bisschen Angst, dass ich hier gleich zwei Juristen von mir sitze. Und dann mache ich gleich mal weiter mit Thomas Früh vom Sächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Abteilungsleiter Kunst und Ministerialdirigent und auch unter anderem mit dem schon oft erwähnten Modellprojekt zum audiovisuellen Erbe in Sachsen befasst, zu dem wir gleich mehr hören werden. Auch schön, dass Sie es möglich machen konnten zu kommen. Links von mir begrüße ich ganz herzlich Dr. Ralf Forster, den stellvertretenden Sammlungsleiter des Filmmuseums Potsdam und Filmwissenschaftler, der ein Projekt zum Amateurfilm in Brandenburg in den letzten Jahren wissenschaftlich betreut und durchgeführt hat und uns auch noch in anderen Zusammenhängen was zum sorbischen Film erzählen kann, die wir gleich hören werden. Links von ihm Jan Budda, den Direktor der Stiftung für das sorbische Volk. Auch Rechtswissenschaft studiert, wie ich gelesen habe, macht mir noch mehr Angst, aber, aber auch Medientechnik macht mir eigentlich nur Angst. Und ein Philosoph, der schon sagte, wir müssen ihm zur Not das Wort abschneiden, weil Philosophen gerne reden, aber wir sind gespannt, was die zu erzählen hat. Aber wir haben nicht wirklich Angst vor der DEFA-Stiftung, die René Pikarski hier freundlicherweise für uns vertritt. Herzlich willkommen alle zusammen. Und ich starte gleich mal sozusagen mit dem gastgebenden Bundesland und mit Frau Dr. Gutheil. Wir haben schon in der Vorbesprechung gemerkt, dass es kompliziert ist, aber das ist immer das Problem, wenn man sich mit Sorben beschäftigt, dass es zwei Bundesländer mit unterschiedlichen Strukturen und Institutionen gibt. Sie sind nicht nur für die Sorbenwenden zuständig, sondern auch können uns auch erklären, wie die Digitalisierung in Brandenburg institutionell organisiert und verankert ist. Vielleicht fangen wir damit an. Es gibt da einen Arbeitskreis Digitalisierung. Ja, erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ja, ob ich Ihnen das so genau erklären kann, das ist noch gar nicht gewiss. Weil an dem Thema Digitalisierung, das wissen Sie genau, arbeiten sehr viele im Augenblick. Es ist sozusagen in aller Munde, auch in meinem Haus natürlich ist es in aller Munde, weil ähnliche Probleme treten eben an verschiedenen Stellen auf. Wir haben im Land Brandenburg schon versucht, hier einiges auf den Weg zu bringen, auch gerade in meinem Haus. Speziell zum Thema, wie sichern wir filmkulturelles Erbe. Dort gibt es Institutionen, die zum Beispiel die Aktivitäten mit dem Filmmuseum Potsdam zusammen angefangen haben, auch durch einen neuen Masterstudiengang. Also wo kriegen wir überhaupt die Leute her, die das können? Ja? Also das ist nämlich wirklich eine Herausforderung. Über Digitalisierung reden sehr viele, aber auch viele nicht sehr qualifiziert, kommt mir manchmal vor. Und vor allen Dingen, wo finden wir die Personen, die sozusagen die richtigen Entscheidungen für die richtigen Projekte im Bereich Digitalisierung überhaupt auf den Weg bringen? Und das ist speziell auch gerade in diesem Thema, was wir heute hier besprechen, schon eine gewisse Herausforderung. Hier treffen verschiedene Strömungen zusammen, der Bund macht was, es gibt Bund-Länder-Vereinbarungen zu dem Thema, die Wissenschaft was macht was, die Institutionen wie DEFA und andere machen was, die Universitäten machen was, aber das muss auch alles ein bisschen koordiniert laufen, darum bemühen wir uns, also auch in Standards sozusagen muss es laufen, damit die zukünftigen Generationen überhaupt noch hinbekommen, was wir uns mal ausgedacht haben. Also, und das ist eben die große Herausforderung. Soweit jetzt erstmal vielleicht zum Anfang.
Und das leistet dieser Arbeitskreis Brandenburg Digital, der fasst sozusagen alle beteiligten Institutionen zusammen. Genau, er fasst alle Aktivitäten zusammen und er überlegt sich natürlich, wie wir sozusagen das Thema auch in die Breite bekommen. Also wie machen wir die Leute fit, die dafür verantwortlich sind und wie koordinieren wir sowas? Ich glaube, das ist so oder so das Geheimnis, dass jetzt nicht jede Institution oder jeder, der meint, dass er sich darum kümmern muss, selbstständig losmarschiert. Ein beliebtes Thema, total rührend teilweise, aber eben auch nicht sehr professionell. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, sowas zu koordinieren. Wird dann auch die Budgetvergabe über diesen Arbeitskreis koordiniert oder wie? Also welches Budget gibt es überhaupt für Digitalisierung und wie wird dieses wiederum verwaltet? Also es gibt natürlich unterschiedliche Töpfe. Es gibt strukturell, was in unserem Hause auch jedes Jahr wiederkommt, in Hunderttausender Bereichen. Es gibt die Lottomittel, also das wissen die Experten vielleicht selber noch ein bisschen besser. Und es gibt natürlich Bund-Länder-Vereinbarungen, die über Königsteiner Schlüssel auch entsprechende Förderlinien haben. Und da muss man sich schon sehr gut auskennen, dass man die richtigen Töpfe auch zusammenbringt. Aber das geht und wir haben gerade für den Bereich Brandenburg Digital hier einiges auf dem Weg. Also wenn Sie die genauen Zahlen interessieren, das muss ich leider auch immer ein bisschen nachlesen, weil das ist schon ein Spezialprogramm, sage ich mal. Wir haben vom MWFK 17 und 18 jeweils 100.000 für die Förderung der digitalen kulturellen Erbe, des Erbes. Natürlich muss man wissen, das ist nicht nur Film. Ne? Sondern das ist auch Schriftgut, wo wir aber, finde ich auch nicht so schlimm, wo wir auch vieles lernen können voneinander. Aber wir müssen natürlich auch auf den Film gucken. Also 100.000 im Jahr, ist das richtig? Ja. Die Zahl hatte ich irgendwo gefunden. Ja. Dann hatte ich mir auch mal angeguckt, welche Projekte bisher mit Länderförderung digitalisiert wurden. Mhm. Habe da allerdings keins mit sorbischem Bezug gefunden. Ist das richtig oder habe ich... Ja, wir haben Herr Buder weiß das vielleicht sogar noch besser, wir haben ja ein Projekt Sorbisch in den neuen Medien, das ist aber auch nicht Film, sondern Schriftgut, aber in genau die richtige Richtung gehen, wo wir auch gerade für das Sorbische natürlich uns Gedanken machen, wie wir das vor allen Dingen besonders in den Blick behalten. Und ich glaube, da müssen wir natürlich zukünftig auch nochmal in die Diskussion kommen, was ist sozusagen das Volumen, um was müssen wir uns alles kümmern. Also das, ich sage mal, das ist eine, nicht in einem Jahr, oder sondern es ist eine Zukunftsaufgabe, dass wir das auch hinkriegen und dass wir das auch rechtzeitig vielleicht dann in die Budgets auch anmelden und reinkriegen. Aber wir müssen natürlich auch das alles bewältigen können. Also es gibt ja auch noch viele andere Aufgaben, wie Sie wissen, dass wir das auch wirklich dann hinkriegen. Auf alle Fälle ist ja das Sorbische Institut in dem Arbeitskreis digital vertreten durch Dr. Hauke Bartels. Ja, da sind wir sehr dankbar, vor allem weil da sehr viel Kompetenz liegt. Er hat da ja schon eine ganze Menge auch in Tonspuren, das hatten wir jetzt gerade bei dem 25-jährigen Jubiläums nochmal sehr eindrucksvoll ja vorgeführt bekommen. Auch da ist eine Menge an wissenschaftlicher und auch systematischer Expertise vorhanden und natürlich greifen wir auf solche Expertise auch zurück. Sie könnten auch direkt sich mit Ihrem rechten Nachbarn unterhalten. Da ist nämlich auch eine Expertise schon mit einem Modellprojekt vorhanden. Ich würde jetzt gerne mal nach Sachsen weiterleiten. Ostsachsen ist ja auch eine, also Teil dieses Modellprojekts war ja auch eine Bestandsermittlung erstmal. Und ich habe die Zahlen, die puren Zahlen gelesen. Das ist schon beeindruckend. 54.000 audiovisuelle Medieneinheiten mit einer geschätzten Spieldauer von 47.600 Stunden. Jetzt habe ich mal versucht umzurechnen, fünfeinhalb Jahre gekommen und 80.000 Tondokumente ungefähr von der gleichen Dauer. Wie geht man mit so einer schieren Menge denn erstmal um, wenn man dann als armer Mensch in so einem Ministerium sitzt und das jetzt verwalten soll? Gute Frage, wenn man heute Morgen bei dem Vortrag von dem Kollegen noch dabei war und gesehen hat, was man alles machen sollte und was zusätzlich noch gemacht werden sollte, dann potenziert sich quasi die Frage. Ich will vielleicht auch, ähnlich wie die Kollegin,
ein bisschen systematisieren. Also wir haben auch Sachsen Digital wie Brandenburg Digital, darunter auch verschiedene Programme wie das Landesdigitalisierungsprogramm bei der Staats- und Landes- und Universitätsbibliothek. Ich glaube in Millionenhöhe, aber das reicht hinten und vorne nicht. Und dann jedes Ministerium quasi ist jetzt aufgefordert, eine Digitalisierungsstrategie zu erarbeiten, worunter sich dann wieder die Frage unterordnet, staatliche Kunstsammlungen, Staatstheater etc. pp. So dass wir quasi ähnlich wie in Brandenburg auch auf der Suche sind und keine fertigen Lösungen dafür haben. Die Kollegin hat auch angesprochen, dass der Bund ja sich, ich hätte jetzt beinahe gesagt, seit Jahren eines Themas annimmt, und die letzte Vorhersage war, dass die letzte Ministerpräsidentenkonferenz im Dezember darüber eine Entscheidung fällen will. Ob sie das tut, hatte ich noch meinen Zweifel. Das ist quasi die Sicherung des Langfilmes, 10 Jahre, 10 Millionen, wovon jeweils 3,3 Millionen aus den Ländern kommen, nach dem Königsteiner Schlüssel. Wir haben quasi einen Teil der wirtschaftlichen Filmförderung, der nicht bei uns angesiedelt ist, im Wissenschaft- und Kunstministerium, sondern bei uns in der Staatskanzlei, in anderen Ländern teilweise im Wirtschaftsministerium. Wir haben grundsätzlich den Grundsatz, dass die öffentlichen Einrichtungen für ihre Digitalisierungsbedarfe selber verantwortlich sind, das heißt innerhalb ihrer Wirtschaftspläne oder ihre Anforderungen darauf aufmerksam machen müssen, gestützt auf Konzepte, um quasi die Digitalisierung vorzunehmen. Und jetzt komme ich so langsam zu einem Modellprojekt. Und wir haben im Koalitionsvertrag der laufenden Legislaturperiode von 14 bis 19 ein vom Sächsischen Kultursenat und vom Filmverband entwickeltes Projekt oder eine entwickelte Fragestellung, wie gehen wir, und darauf konzentriert sich das, mit dem im Wesentlichen privaten audiovisuellen Erbe, beziehungsweise, das ist eine sächsische Besonderheit, mit den Beständen der 50 bis 60 ehemaligen regionalen Fernsehanstalten, quasi, die privat organisiert waren. Ich glaube, zurzeit gibt es noch 40. Und die haben einen Großteil, nicht alles, das ist eine Abfrage gewesen quasi auch von staatlichen Einrichtungen, aber ich glaube, eine gute Hälfte davon bezieht sich auf diese Bestände. Und das sind Videokassetten, die entweder, wenn die Fernsehanstalten noch existieren, im Regal stehen, wenn sie nicht existieren, in den Kisten stehen, und wo hinten nicht draufsteht, Sonntagmorgen, 3.8.2003, Besuch von Frau Merkel irgendwo, sondern im Regelfall gar nichts draufsteht oder 1 bis 5 oder draufsteht. Und wir sind in dem Modellprojekt jetzt dabei, das ist mein Bild, von dem Heuhaufen, den zu digitalisieren und quasi umzusetzen, wir außerstande wären finanziell, und das ist mein Bild, auf die goldenen Nadeln zu reduzieren. Also wie gehe ich konzeptionell vor, wie kann ich den Einzelnen ertüchtigen, gegebenenfalls auch mit Fördergeldern, dass er quasi eine Sichtung macht, sodass man die Bestände herausnimmt, wo wir als Staat sagen können, dass wir für private, das sind private Bestände, Fördermittel zur Verfügung stellen. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist quasi, und da war ein Modellprojekt quasi Filme der Stiftung für das sorbische Volk, woran wir quasi das Vorgehen getestet haben. Also wie geht man vor, nach welcher Qualität, nach welchem Standard etc. Das machen wir noch mit einem zweiten Modellprojekt in Oelsnitz, im Landkreisarchiv, wo ein Bestand ist von so einem regionalen Filmverband, Regional-TV-Einrichtung. Und wir haben dieses Jahr, ich weiß nicht, ob der Kollege das weiß, 100.000 noch Ende des Jahres der DEFA-Stiftung gegeben für die Digitalisierung von Filmen in Sachsenbezug. Und ich habe vorher gefragt, ist da zufälligerweise ein sorbischer Film dabei? Und es war zufälligerweise ein sorbischer Film dabei. Wer hat es nicht vorgegeben, aber es ist einer dabei. Letzter Satz vielleicht, wir haben dafür eigentlich in Relation viele Mittel, also für dieses Projekt, für diesen Ausschnitt, haben wir 17 350.000, 18 350.000 und 19, 20 in der mittelfristigen Finanzplanung, die nie gesichert ist, aber stehen 500.000 drin. Gleichwohl muss ich ein Konzept finden, wie kann ich das runterführen auf beherrschbare Größen. Mhm.
Aber es ist ja schon mal dreimal so viel, wie Brandenburg hat in der Sache her, würde ich jetzt mal sagen, aber mehr als dreimal so viel. Was schon mal toll ist, aber auch da stellt sich ja die Frage, selbst wenn man mehr Geld hat, ist es ja am Ende, eigentlich ist egal, wie viel Geld man hat, man muss am Ende auswählen. Sie sprachen von der goldenen Nadel. Sie sagten auch, dass sie, dass schon die Filminhaber, also die Leute, bei denen die Filme liegen, auch selbst sichten. Und also wie das wäre meine Vorstellung vom, dann könnte ich mit dem Herrn Eckert quasi... Herr Eckert würde das morgen alles erläutern, wie das vorgegangen ist, aber vielleicht ein Satz hier. Eine Alternative ist, der Staat nimmt alles und lagert es und sichtet es dann. Das ist der Aufwand so groß, da brauche ich in kein Parlament reingehen. Das heißt, ich muss einen Weg finden, wie ich quasi die das brauchen, ertüchtige, um das Bestand zu strukturieren. Oder diejenigen, die dazu heute noch in der Lage sind, die müssen das strukturieren, weil sie ja dann für die Digitalisierung auch öffentliche Fördermittel haben wollen. Und den Weg, den haben wir noch nicht quasi so, dass ich sage, wir können in den Landtag gehen und sagen, die nächsten 10 Jahre XY Euro. Und das wird dann auch, wenn ich das richtig verstehe, ist ja immer noch die Rede von einem Konzept, was für Sachsen erstellt werden soll. Und Inhalt dieses Konzeptes soll sein, wie man damit umgeht und auch vielleicht, werden da Kriterien fest? Weil ich frage mich, wer legt fest, was digitalisiert wird und wie, gibt es Kriterien? Wir versuchen quasi, dass wir in diese Aufgabenstellung, wie gesagt, private hauptsächlich, auch das Staatsarchiv und die SLUB mit einbeziehen, damit wir keine Doppelstrukturen haben. Dort haben wir momentan das Problem in der Diskussion, werden auch viele haben, die Digitalisierung, sage ich immer so flapsig, ist kein Problem, das ist das Billigste, hinterher quasi die Daten vorzuhalten und das Personal, um quasi an die Daten ranzukommen oder die Rechte zu verwalten, ist ein viel größeres Problem. Und da haben wir quasi in Sachsen immer die Angst, hätte ich jetzt beinahe gesagt, das Staatsarchiv zu sagen, wenn wir das machen müssen sollen, haben wir weder das Geld noch die Ressourcen. Deswegen ist mein Ansatz, dass wir versuchen, schrittweise anzufangen, wo quasi die Größenordnung beherrschbar sind und dann auch vielleicht an Technikfortschritten und so weiter zu partizipieren, dass es gegebenenfalls auch nicht mehr die Unsummen ausmacht, die es aus jetziger Perspektive hat. Darf ich vielleicht eine Ergänzung, die mir wirklich sehr wichtig ist? Wir haben natürlich ein föderales System. Und ich glaube, wir sind gut beraten, in Deutschland mal darüber nachzudenken, wie wir das harmonisieren können in bestimmten Bereichen. Der Bereich Digitalisierung bietet sich dafür hervorragend an, denn es macht ja eigentlich irgendwo gar keinen Sinn, dass wir uns in Brandenburg was ausdenken, dass die Sachsen sich was ausdenken und alles passt nicht mehr zusammen. Ich glaube, da kann man auch Ressourcen sehr gut miteinander verbinden. Ich meine, da gibt es natürlich Ansätze mit der Deutschen Digitalen Bibliothek oder wie die heißt, was heißt sie so? Aber ich glaube, das Ringen um die Standardisierung, um die Konzepte erstmal zu machen, das ist, glaube ich, die Voraussetzung, dass man dieses ganze Thema wirklich beherrscht. Und da, glaube ich, können wir alle noch voneinander lernen. Das ist ein wichtiger Punkt, gerade um vielleicht auch auf das sorbische Filmarbeit zurückzukommen, denn da geht es ja konkret schon mal um 2 Bundesländer, die sich irgendwie abstimmen müssen mit unterschiedlichen Strukturen, unterschiedlichen Finanzmodellen. In dem Modellprojekt, vielleicht können wir da nochmal drauf zurückkommen, war es ja so, dass also man verschiedene Institutionen tatsächlich an einen Tisch bekommen hat, die dann gemeinsam sozusagen ihre Kompetenz gebündelt haben und eine Auswahl von 10 Filmen auch erstmal getroffen haben. 10 Filme, die etwa 25.000 Euro gekostet haben, die Digitalisierung plus, und jetzt kommt das Problem, was hinter den Kulissen knappt, 180 Manntage quasi der Beteiligten, Staatsarchiv etc., die gesagt haben, das war für sie eine Win-Win-Situation, sie haben extrem viel gelernt, aber auch extrem viel Arbeitskraft etc. reingesteckt. Und deswegen, auch deswegen hatten wir das Modellprojekt gemacht, um zu sehen, wie geht man mit dem unbekannten oder teilweise unbekannten Bestand um. Und vielleicht noch ein letztes Bild, ich habe vorhin gesagt, die sorbischen Filme oder der sorbische Filmbestand ist da eher aus unserer Sicht politisch vielleicht sogar noch eine Insel, weil das überschaubar ist, aber eine Insel in einem Ozean, wo überall quasi Bedarfe da sind. Und soweit ist es manchmal leichter zu sagen, man macht ein Modellprojekt hier
oder man macht später ein Programm, sagt, dass man den Bestand zumindest so weit erhält, dass quasi auch die sorbische Kultur der Nachwelt erhalten bleibt. Aber es ist ein Teil eines riesengroßen Ozeans. Das stimmt. Nichtsdestotrotz reden wir jetzt mal über diesen Teil, wobei mir natürlich klar ist, dass Sie haben das auch erst gesagt, dass das natürlich Sie damit weitaus größeren Mengen zu tun haben, aber uns geht es jetzt darum zu gucken, was mit dem sorbischen Filmerbe passieren kann, und deshalb würde ich gerne zur Stiftung für das sorbische Volk überleiten, die ja an dem Modellprojekt maßgeblich beteiligt war. Aber ich würde vielleicht mal mit einer bisschen persönlichen Frage anfangen, Jan, wenn man als sorbisches Kind oder Jugendlicher aufwächst, wenn man sorbisch sozialisiert wird, gibt es Filmhelden oder Heldinnen, gibt es diese Geschichten, die jede und jeder von uns hat, mit denen man groß wird, gibt es so Filmbilder oder sorbische Filmbilder, mit denen du groß geworden bist, an denen du dich orientieren konntest? Na, da gibt es ein ganz ein witziges Phänomen, sagen wir mal, der Zweisprachigkeit. Der Dommermünder Verlag, der hat zu DDR-Zeiten, das waren quasi comicartige Hefte von Lollig und Bollig rausgebracht, und zwar in einer sorbischen Übersetzung. Und die hatte ich gelesen als Kind, und irgendwann lief das dann auch im Fernsehen. Und ich habe mich dann plötzlich gewundert, wieso sprechen die hier Deutsch? Weil ich habe sorbisch gelesen. Also die blieben für mich immer sorbische Helden, weil ich habe es vorher sorbisch konsumiert über das Heft. Und so ist quasi Lollig und Bollig sind so die ersten Filmhelden, die für mich trotzdem sorbisch sind, ne? Obwohl die nicht sorbisch als Film existiert haben. Später dann natürlich, als dann Winnetou und Old Shatterhand das Traumduo waren, jedes Schulkindes, das gab es natürlich dann nicht mehr in sorbisch. Eigentlich schade, ja. gut, aber wir sehen, dass da auch offensichtlich eine Lücke klafft, die ihr jetzt als Stiftung dabei seid zu schließen. Vielleicht kannst du uns kurz noch mal was zur Arbeit der Stiftung sagen. Ihr bekommt ab 2016 knapp 19 Millionen Euro im Jahr. Und ich habe gelesen, dass du in deiner in der Rede anlässlich der Unterzeichnung des Abkommens dazu gesagt hast, dass man dich immer damit konfrontiert, wofür braucht ihr Sorben fast 19 Millionen Euro pro Jahr. Wofür braucht ihr das? Ja, so die ersten Ideen, wenn man so Leute fragt, sind ja immer so, naja, es ist Osterreiter, es sind doch 1600 Osterreiter, vielleicht 1000 Euro pro Osterreiter, da ist ja schon 1,6 Millionen weg. Wo ich dann, nee, stopp, das ist ein rein privater Brauch, das bezahlt jeder für sich. Ach so, die ganzen sorbischen Trachten, da kriegen doch bestimmt die Mädchen und die Frauen irgendwas. Da dachte ich, nee, auch das ist privat. Also sind so das, was offensichtlich ist, ist gar nicht direkt gefördert. Also ein Großteil des Budgets von den fast 19 Millionen geht tatsächlich in die Förderung sorbischer Institutionen. Die Institutionen Nationalbankshandel, Verlag, was Bücher, Zeitschriften, Zeitungen herausbringt, Theater, Museen. Das sind Institut, natürlich Institut, Sprachzentrum, Dommermünder Stiftung. Und da gibt es außerdem Museen natürlich noch, und das ist wirklich die letzte Institution, die ich nicht vergessen will. Das ist hier in Cottbus, sitzt die Schule für niedersorbische Sprache und Kultur. Jetzt habe ich, glaube ich, alle neuen genannt, die gefördert werden. Das sind alles so, sagen wir mal, eine Förderung von Grundlagen. Das liegt natürlich letztendlich an den Familien, wie die sorbischen Bücher konsumiert werden, wie die sorbischen Theaterstücke mit den Kindern besucht werden. Das eigentliche Brauchtum, das findet im Privaten statt. Jetzt hast du ein paar Institutionen aufgezählt, und wir wissen auch, dass viel sorbische Kunst gefördert ist. Es gibt das Sorbische Nationalensemble Theater, den Domowiner Verlag. Von Filmen hört man da relativ wenig, und wir haben auch erst im Vortrag gehört, dass der Film immer so ein bisschen als das Stiefkind der sorbischen Künste gilt. Beziehungsweise es gibt das Sorabia Filmstudio nicht mehr. Wie ist Film irgendwie bei euch verankert, oder wie sind da eure Überlegungen? Also das Sorabia Filmstudio war tatsächlich die einzige institutionalisierte Einrichtung, die sich explizit um sorbischen Film gekümmert hat. Wir hatten anfangs tatsächlich ein Budget von 500.000 D-Mark, hatten wir ja heute Vormittag gehört. Die Konzentration lag damals vor allen Dingen auf Dokumentationen zu zum Beispiel Sorben, die ausgewandert sind, Australien, Amerika sind ja so die bekannten Beispiele. Dann ist eine Geschichtsreihe Mehrteiler entstanden, die komplette sorbische Geschichte von den bekannten Anfängen bis zur DDR-Zeit eigentlich, bis Ende DDR-Zeit.
Dann war ein ganz wichtiger Fokus auf den Kinderfilm, auf synchronisierte Trickfilme. Wir haben jedoch dann gerade in den letzten 10, 15 Jahren festgestellt, so um mal wirklich was zu produzieren, was die Leute ins Kino holt, so mal so einen sorbischen Spielfilm, das sind ja alles Budgets, da geht man ja nicht fünfstellig ran, da ist man ja sechsstellig schon sehr billig, also das funktioniert alles nicht mit dem Stiftungsbudget. Und deswegen sind die Filmbudgets dann tatsächlich mehr und mehr eingedampft worden und heute ist die Konzentration eher auf Synchronisationen von Kinder- und Jugendfilmen. Da wird jährlich einer produziert und das kommt eigentlich ganz gut an, weil man hat einerseits Filme, die erstmal filmisch von einer guten Qualität sind und die Synchronisation ist auch immer so ein Gemeinschaftserlebnis, weil natürlich viel sorbische Akteure da mitmachen und das immer so eine gemeinsame Premiere ist, wenn dann 50 Kinder und Erwachsene, die sie mitsynchronisiert haben, diesen Film dann sehen. Das ist immer noch mal ein ganz besonderes Event. Das bringt mich aber zu der Frage, ist jetzt nicht direkt Film, aber auch sorbischer Film. Wenn man jetzt synchronisiert, sind es ja trotzdem keine eigenen Geschichten eigentlich, auch wenn man gehört hat, dass du der Meinung warst, Lollek und Bollek sind so rum. Aber gibt es da Überlegungen, sozusagen wie die Produktion von sorbischen Filmen oder auch was das Filmerbe betrifft, vielleicht anders auch bei euch zu verankern oder mit zum Thema der Stiftungsarbeit zu machen oder in andere Institutionen reinzutragen oder eine andere Lobbyarbeit zu betreiben? Ist ja vielleicht ein großer Teil Lobbyarbeit. Also Lobby ist das richtige Stichwort. Also es gibt eigentlich zwei Schienen, die wir folgen. Das eine ist, dass wir tatsächlich versuchen, über die Filmnetzwerke und Filmförderanstalten, die es gibt, da versuchen, Geld zu akquirieren, beziehungsweise die Aktiven dazu befähigen, Geld zu akquirieren und wir dann nur noch als Co-Finanzierer da mitwirken. Und die andere Schiene sind eigentlich, dass man wirklich im Rahmen von kleineren Kunstprojekten da kleinere Filme ermöglicht. Aber man kann halt nicht sechsstellige Budgets da jetzt ausgeben. Das gibt unser Budget nicht her. Und das ist ein bisschen schade, aber ist leider so. Das kann ich bestätigen aus der Filmförderung, dass wenn man mit sorbischen Filmschaffenden zu tun hat, dass die es sehr schwer haben, Gelder zu bekommen für Filmproduktionen, weil es immer heißt, ihr habt doch die Stiftung, geht doch zur Stiftung, die haben doch Geld, was natürlich relativ absurd ist. Aber gibt es denn, also seid ihr im Gespräch zum Beispiel mit der FFA, die diese 500er-Liste der filmhistorisch wertvollen Filme aufgestellt hat, oder der Deutsche Kinematheksverbund hat die ja aufgestellt, ist da jemals mit euch kommuniziert worden zum Beispiel über diese Liste? Das ist mir jetzt nichts bekannt. So sieht die Liste auch aus, ja. Also wäre also vielleicht auch was, worüber man zukünftig auch in der Stiftungsarbeit mal reden sollte oder das da mal eintragen in die Gremien. Ja, kommunizieren ist immer gut. Zum Beispiel mit der DEFA-Stiftung kommuniziert ihr, wie wir wissen. Die ja auch maßgeblich an dem schon jetzt oft zitierten Modellprojekt beteiligt war, weil natürlich ein großer Teil des sorbischen Filmerbes innerhalb der DEFA produziert worden ist. Aber vielleicht, René, sagst du uns erstmal allgemein was zu dem Filmstock, den die DEFA-Stiftung überhaupt verwaltet. Vielleicht haben wir es da wieder mit so einem Ozean zu tun, in dem wir dann die Tropfen suchen müssen. Ja, ich habe, glaube ich, ein ähnliches Problem, dass die Zahl, die ich Ihnen gleich sagen werde, wahrscheinlich auch danach klingt, als hätten wir unglaublich viele Mittel zur Verfügung. Das ist ganz falsch. Deswegen fange ich mit der kleinen Nummer an. Wir sind ein relativ winziges Team von, ich denke mal, ja, das schwankt immer so bis zu 20 Mitarbeitern. Und der Filmstock, also die DEFA-Stiftung als rechte Nachfolger der DEFA-Studios, aller vier großen DEFA-Studios, der Spielfilme, der Trickfilme, der Doc-Filme und des Synchro-Studios, ergibt ungefähr einen Stock von, wenn Sie wollen, 14.000 Filmen. Das sind jetzt nicht Amateuraufnahmen, sondern ich rede von 14.000 professionell hergestellten Leistungen. Das ist ein unglaublicher Umfang. Und die nächste Frage, die wahrscheinlich kommt, ich kürze das mal ab, wäre, was ist denn jetzt der sorbische Bestand? Genau. Ja, und die Zahl hat mir ein bisschen Kopfschmerzen gemacht. Ich fange mal mit der 60 an. So, diese 60 Filme. Das ist der große Bereich, über den wir vorhin im zweiten Vortrag kurz was gehört haben. Ja, Sie können ja differenzieren zwischen Filme über die Sorben und Filme von Sorben. Das kürzt sich aber ganz schnell zusammen. Also in unserem Bestand sind zum Beispiel 26 Filme dieser Produktionsgruppe sorbischer Film.
ungefähr. Da könnte noch der ein oder andere dazukommen. Das ist relativ schwer von den Rechten zu klären, weil die Produktionsgruppe nicht nur für das DEFA-Studio, also beim Trickfilmstudio angesiedelt war, sondern dort auch Aufträge angenommen hat, zum Beispiel für das Fernsehen und für das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten. Plötzlich haben sie ein Chaos, was die Nachverfolgung von Rechten angeht. Damit kämpfen wir tagtäglich. Genauso viel vielleicht erstmal zu den Zahlen. Aber genau zu der Produktionsgruppe Sorbischer Film, darauf mal zurückzukommen, ist das schon mal aufgearbeitet worden, irgendwie wissenschaftlich, vielleicht weißt du da auch was drüber, Ralf, hat sich da, also gibt es irgendeine Art, wir wissen, dass Toni Bruck natürlich sehr viel Vorarbeit geleistet hat, aber gibt es... Man soll ja immer mit positiven Dingen anfangen. Und ich fahre heute nach Hause von diesem Symposium mit einer Menge Kontakten. Also auch gerade, was wir vorhin vom Institut gehört haben, war ja unglaublich. Also es gibt auch mal eine Aufarbeitung von dieser Produktionsgruppe, die mir gar nicht bekannt war. Ich war der Einzige, und das ist eigentlich sehr, sehr traurig, der 2012 bei der Erarbeitung des kompletten Rechtebestandes der DEFA-Stiftung, mit anderen Worten sehr, sehr lange Listen von Filmtiteln, auf diese Produktionsgruppe gestoßen ist. 2012. Ja, also dann wissen Sie ungefähr, wo wir bei der Aufarbeitung dieses riesen Filmstocks stehen. Erst dort war mir quasi aufgefallen, oh, hier gibt es eine interessante Untergruppe, die jetzt, ich sag mal, im Vergleich zu sowas wie Hanowski und Scheumann beim Doc-Filmstudio eher untergegangen ist. Also 2012, im Prinzip das Jahr, wo wir mit der Digitalisierung groß angefangen haben, ist auch das Jahr der Entdeckung dieser Produktionsgruppe bei uns, natürlich nur bei Entdeckung uns. Der Sorgen, ja. Das ist, ich will das gar nicht belächeln, weil ich habe mich seitdem natürlich auch eingesetzt, viele Materialien zu bekommen. Bei mir liegen auf dem Schreibtisch zwei Aktenordner, die ich zusammen mit einer Kollegin, der Barbara Barlett aus dem Bundesarchiv, zusammengesucht habe, über Originaldokumente, über Produktionsunterlagen aus dieser sorbischen Gruppe. Und das liest sich allein schon sehr, sehr spannend. Und da können wir vielleicht nachher nochmal... Ah, das finde ich jetzt aber auch interessant, weil das auch was ist, was ich noch nicht wusste, dass tatsächlich jemand vom Bundesarchiv, Filmarchiv, da auch offensichtlich dran ist und damit beschäftigt ist. Das ist ja eine sehr gute Nachricht. Also im Rahmen der Aufarbeitung haben wir da nicht stillgestanden. Das stimmt. Wir haben uns wenigstens diesen Bestand angeschaut. Das war so eine Aufarbeitung von 2 Jahren und die Sorben haben ungefähr einen Monat davon tatsächlich eingenommen. Weil sie eher sie irgendwas an Lizenzpartner rausgeben, müssen sie schon sicher sein, dass sie auch die Rechte daran haben. Und so sind wir eben überhaupt erstmalig auf die Zahl von 26 Filmen in unserem Rechtebestand gekommen. Mhm, okay. Ein großer Teil eurer Arbeit ist ja, also ihr habt jetzt diesen DEFA-Stock bekommen. Übrigens ist neulich eine Veranstaltung, wo ich war, wo es um die Frauen in der Filmgeschichte ging, wurde die DEFA-Stiftung tatsächlich auch erwähnt und es wurde gesagt, wenn es die DEFA-Stiftung nicht gegeben hätte, wäre wahrscheinlich der DEFA-Bestand heute weitestgehend vergessen, nicht erhalten, nicht mehr aufgeführt und das kann man ja tatsächlich nicht sagen. Die DEFA-Filme sind sehr präsent, finde ich. Und das sind sie unter anderem deshalb, weil ihr viel digitalisiert und ihr müsst digitalisieren, weil die Filme ja oft gar nicht mehr vorgeführt werden könnten sonst. Ja. Das stimmt. Ich meine, mir ist vorhin auch aufgefallen, wir sind ja dann doch noch in einer Art Luxusposition. Also ja, es gibt eine, wie du es auch geschrieben hast, eine konservatorische Dringlichkeit bei den Filmen. Und die Monau-Stiftung, also unser Pendant der Ufa-Filme, die ja teilweise wirklich aus den 20er und 30er Jahren sind, ich meine, die zerfallen wirklich langsam. Wir haben das große Glück, A, dass unsere Filme ab 1946 anfangen. B, der sorbische Film, also zumindest die Filme der Produktionsgruppe von 1980 bis 1990 laufen. Und C, und das ist fast noch spannender, ist eigentlich das, wie sage ich das jetzt ganz, ganz vorsichtig, dadurch, dass sie eine Pflichtabgabe in der DDR hatten von Filmen an das staatliche Archiv, waren sie bei relativ akzeptablen Bedingungen bis heute auch konserviert und bewahrt. Das bringt uns in die Position, dass wir eher auf solche Dinge achten sollen, wie Kriterien A und C in deiner Programmvorschrift. Ja. Das heißt also, wir können nach Auswertungskriterien gehen und eben nach kuratorischen Entscheidungen, vor allem das. Da kommen wir, ja, bitte. Ich will nur ergänzen, es gibt natürlich auch die 50er-Jahre-Sorbenfilme. Das ist also die Produktion von Hans-Günther Kaden vor allem, nicht? Rockenstock und Samperstrauß, der ja von 54 ist, Farbfilm, Aquacolor, der sicher restaurierungsbedürftig ist. Ich meine, der Film ist da, der ist benutzbar, den kann man auch sich ausleihen und es gibt da angehängt ein paar andere noch, nicht in den 50er Jahren, auch alles Farbfilme, auch alles problematisch möglicherweise mittlerweile von den Farbwerten. Also
außerhalb von sorbischer Film gibt es natürlich innerhalb der DEFA-Doc-Filmproduktion immer wieder sorbische Einsprengsel, die man identifizieren müsste, die man in den 50er Jahren leicht identifizieren kann, aber später musste man das sehen. Und die Filme haben bei uns auch Priorität, also wenn wir schon über Auswahlkriterien sprechen. Also natürlich. Darüber wollte ich gerade sprechen. Genau, sag doch mal was zu euren Auswahlkriterien. Naja, das ist jetzt eine lange Geschichte. Also man muss ja erstmal schauen, es gibt ja Förderrichtlinien. Die DEFA-Stiftung ist sehr angewiesen auf die Fördermittel vom Bund und von den Ländern. Wir haben im Prinzip drei Töpfe zur Verfügung. Einmal die Bundesbeauftragte für Kultur und Medien. Das Geld kommt vom Bund. Das sind im Moment, glaube ich, 250.000 Euro, mit denen wir relativ sicher haushalten können. Das ist aber wirklich ein langes Relativ. Und das andere ist dann eben die FFA-Förderung. Das sind ungefähr 150.000 Euro im Jahr für 10 Filme. Und dann haben wir eben einzelne Länderprojekte. Und wir hatten ja schon über die Notwendigkeit gesprochen, das zu strukturalisieren und einheitlich zu machen. Da profitieren wir natürlich auch von, weil uns das auch eine Planungssicherheit gibt, die man übrigens bei der Digitalisierung braucht. Sie können nicht 250.000 Euro vorschießen. Und vor allen Dingen gibt es, das ist ein großes Problem, es gibt ja auch die Dienstleister, die diese Technik und das Fachpersonal erstmal haben müssen. Sie haben in Deutschland eine Wüste, was das angeht. Wenn wir im November erfahren, hier sind noch Gelder zur Verfügung, dann müssen wir teilweise sagen, ja, das ist sehr lieb, wir würden gerne noch zwei sorbische Filme digitalisieren. Aber es gibt niemanden, es gibt gar keinen Scanner, der mehr frei ist. Ich meine, es gibt ungefähr, ich weiß gar nicht, vielleicht kennt jemand die Zahlen von euch besser, es gibt, glaube ich, 20 bis 30 Scanner, die überhaupt in Frage kommen, was neuwertige Digitalisierung angeht. In Deutschland? In Deutschland. In anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Also ich finde das immer ein bisschen traurig. Berlin war mal angedacht als so eine Art Kompetenzzentrum der Digitalisierung, aber das ist natürlich weit verfehlt. Dadurch, dass, und das muss man leider sagen, auch die Kulturpolitik das ein bisschen verpennt hat. Gibt es in Brandenburg Betriebe, die sowas machen können oder Unternehmen, oder ist da in die Richtung, wird in diese Richtung politisch gedacht? Muss ich jetzt mal kurz bitte. Also ich meine, es gibt in Leipzig, aber ich habe mal gehört, dass 50% der Anbieter sich in München und Umgebung konzentrieren. Und man muss ja trotzdem froh sein, dass es die noch gibt. Also ob es darüber hinaus jetzt vor dem Ozean, den ich vorher gesagt habe, und dem, was vielleicht gemacht wird, sich da auch noch was ändert, ist eine andere Frage. Aber es auch in Berlin gibt es ja nicht so viel. Also, ja, deswegen machen wir ja auch, ich sag mal, Unternehmungen wie Masterstudiengänge, dass wir den Nachwuchs auch heranziehen. Ja? Also das kommt ja nicht vom Himmel gefallen und man kann auch nicht genau wissen, welche kommerziellen Anbieter, ob wo sie immer sitzen, ob sie in Berlin oder München sitzen, das auch wirklich so beherrschen, wie wir uns das vorstellen. Ich glaube, es ist nicht zu spät. Da guckt man immer nur nach vorne. Also und insofern sind die Diskussionen ja richtig und auch zeitgemäß, weil, glaube ich, jetzt Digitalisierung natürlich einen Schub kriegt. Sie haben schon ein bisschen recht, ich teile das. Natürlich kann man sagen, wir könnten schon weiter sein. Aber das Weitersein hat auch immer eine Chance, weil man immer zu dem Zeitpunkt am Zahn der Zeit einsteigt, wenn man Digitalisierungsprojekte angeht. Und da kann man vielleicht manchmal auch aus Fehlern lernen, die andere schon gemacht haben. Jedenfalls ist das meine Erfahrung mit Digitalisierungsprojekten. Ich wäre da nicht so pessimistisch, aber jetzt müssen wir es dann auch richtig machen. Ja, und insofern, wir brauchen Nachwuchs. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die hier auch die Filmuniversität vielleicht mit anderen auch angenommen hat, glaube ich. Und wir haben einige Schätze in Brandenburg, die sich ja wirklich expertenmäßig hier super auskennen. Und natürlich ist die Historie gerade in Brandenburg ja auch dafür total prädestiniert. Und einer der Experten Brandenburgs sitzt direkt neben mir. Der hat sich gerade schon durch sorbisches Expertenwissen hervorgetan. Ja, wir können ja über einen Amateurfilm erstmal reden. Genau, erstmal vielleicht zu diesem großen Projekt, was Brandenburg gemacht hat, was auch ein tolles Projekt war. Wir hatten da auch in Leipzig eine gemeinsame Veranstaltung, das war super spannend und da geht es um den
Amateurfilm in Brandenburg. Erzähl uns doch mal, was das für ein Projekt war. Also es geht um den, nicht um den Familienfilm, sondern um den organisierten Amateurfilm in der DDR eigentlich. Nicht heruntergebrochen nochmal auf Brandenburg aufgrund der Fördertechnik eigentlich. Dazu angelagert, also dieses Projekt lief 2013 bis dieses Jahr als Digitalisierungs- und Erschließungsprojekt. Parallel gelagert zu einem DFG-Projekt Regionale Filmkultur in Brandenburg an der Filmuniversität, was ganz praktisch war, weil natürlich die erschlossenen Daten sozusagen in die wissenschaftliche Analyse auch fließen konnten. Und ich konzentriere mich mal auf dieses Erschließungs- und Digitalisierungsprojekt. Es war also so, dass wir als Leiteinrichtung für Film in Brandenburg, also als museale Leiteinrichtung, einen Schwerpunkt schon auf einer regionalen Filmkultur hatten und das auch ausbauen wollten in Richtung einer wie auch immer gearteten Landesfilmsammlung gedacht, weil dies gibt es ja nicht in Brandenburg im Vergleich zu anderen Bundesländern und wir das sozusagen also als Vorhutprojekt sozusagen quasi angesetzt hatten mit Sondermitteln des Landes, die glaube ich Ende 2012 flossen das erste Mal. Über das damals noch gar nicht existierende Digitalisierungslabor, was es jetzt mittlerweile gibt an der Fachhochschule. Und wir haben dann in diesen Jahren eine Summe ungefähr von also 85.000 Euro bekommen, das ist nicht sehr viel, und haben damit in verschiedenen Projektschritten, die auch immer wieder neu beantragt werden mussten, als Folgeprojekt ungefähr 100 Titel Kurzfilm digitalisiert. In mittlerer Qualität, wobei das Projekt so angesiedelt war, dass eben nicht allein Digitalisierung notwendig war, sondern eben vor allem Erschließung und Sichtung, Befundung von Material, das war ja entscheidend und wir aber wesentlich mehr befundet und erschlossen haben, als digitalisiert haben. Daran merkt man schon, dass also die Strategie ein bisschen anders war, also nicht in Richtung, na, wir digitalisieren alles, sondern wir digitalisieren selektiv. Wir versuchen also zunächst über Materialzustand und über eine inhaltliche Dokumentation uns der Sache anzunähern und dann am Ende zum Beispiel zu der Entscheidung zu kommen von Hubert Andörfer, TKC-Studio, das ist gerade in der Bearbeitung durch die Kollegen, eben einen sorbischen oder zwei sorbische Filme mit in diese Schiene also rein, das einzuspielen. Das Textilkombinat in Cottbus, genau. Um das mal zu sagen. Das Studio des Textilkombinates hier in Cottbus, was bestand, ja, größte, mit eines der größten Kombinate in diesem Gebiet, Präsent 20 unter anderem, ganz wichtig. Es gibt auch einen Imagefilm für Präsent 20 im Übrigen, aber es gibt auch sorbische Filme und von diesem Bestand, da, das ist vielleicht ganz konkret, sind also ungefähr, Herr Andörfer war ja auch vorhin hier, ungefähr 40 Titel überliefert, würde ich schätzen, und von diesen werden vielleicht 20 in den Genuss kommen, jetzt eine 2K-Abtastung zu bekommen, also keine 4K-Abtastung, sondern eine 2K-Abtastung. Das ist natürlich ein Kostenfaktor, die Frage, es sind so viele Fragen, die dahinter stehen, weil wie wird ausgespielt, wie wird gelagert, welche Rohdateien werden überhaupt noch aufgehoben, lohnt es sich, Rohdateien aufzuheben, lohnt es sich nicht, weil die Materialien alle noch okay sind, die werden dann ins DAA, in unterkühltes, also ein minus 6 Grad Magazin sowieso danach gelegt und das ist alles ein großer Komplex, den wir eben so entschieden haben für dieses Modellprojekt. Ja. Da drängt sich auch die Frage auf, wer erst hat das, glaube ich, Vito Behmer gesagt, man soll das analoge Material nicht wegwerfen. Was macht ihr mit dem analogen Material? Und vielleicht auch die Frage in die Runde, wie da die Überlegungen zur Erhaltung des analogen Materials sind. Ja, die werden also in der Regel besser verpackt. Ja, das ist also, es fängt schon mal damit an mit der Verpackung, also neue Filmbüchsen oder Filmbüchsen werden kontrolliert. Alle unnötigen Papiere, die da noch vielleicht drin lagen, werden natürlich rausgenommen. Sie werden eng aufgewickelt und werden dann im Deutschen Rundfunkarchiv eingelagert. Wir haben glücklicherweise da einen Depositalvertrag seit ein paar Jahren, weil unser eigenes Magazin, also in dem alten Bau, wir kriegen ja auch einen neuen, natürlich nicht in dem Maße klimatisiert sind und wir dann jetzt auf minus 6 Grad gehen, ja, mit den Materialien, die werden also eingefroren und damit ist auch klar, dass im Prinzip trotz Vinegar-Syndrom die Materialien auch weiter da sein werden, also da gibt es keine Probleme, denke ich, auch in 40, 50 Jahren darauf zuzugreifen, während das bei den Digitalisaten natürlich nicht so ist. Wie lange werden die halten?
LTO, also LTO 4 wird abgespeichert, momentan noch ausgespielt, 15 Jahre Minimum, dann Sicherung, nochmal neu alles, Ausspiel, die Geräte müssen da sein, wir haben an der Filmuniversität natürlich die Geräte auch da, aber es ist Arbeitsaufwand natürlich und es ist also auf jeden Fall sicherer, das Original zu haben, als das Digitalisat, würde ich sagen. Ja, wir haben ja diese ganze Situation des Heuhaufens, wo man die goldenen Nadeln finden muss, ein bisschen leichter. Es ist eher so ein Haufen Nadeln, wo man unter den silbernen die goldenen Nadeln braucht. Wir haben also eine ganze Menge an Filmmaterial, wo wir wissen, dass es sorbisches Filmmaterial ist. Und da läuft gerade eine gute Kooperation mit dem Sorbischen Institut, dass dort tatsächlich eine Sichtung stattfindet, was dann digitalisiert wird und wo gleichzeitig gesichert ist, dass diese Originale dann fachgerecht gelagert werden. Da brauchen wir natürlich auch noch ein bisschen eine Kapazitätserweiterung im Sorbischen Institut vom Kulturarchiv. Da wird aber gerade eine Machbarkeitsstudie erstellt, wie das möglich ist. Aber das sind so die Voraussetzung, dass wir dann auch tatsächlich hoffen können, dass vielleicht der eine oder andere Privatfilmer, der irgendwas noch in der Kiste auf dem Dachboden stehen hat, dann doch sagt, ich gebe es mal ins Institut, weil die Bedingungen sind so gut, dann ist das wenigstens, ähnlich wie im Beispiel von Westfalen, was wir gehört haben, gut aufgehoben wird. Ja, bei der DEFA-Stiftung stellte sich Gott sei Dank aufgrund der Situation, dass der Großteil unserer Filme im Bundesarchiv lagert, die Frage nach dem Wegschmeißen von Originalen überhaupt nicht. Also das wäre für uns gar kein Kriterium gewesen. Naja, aber was ich gehört habe, war, dass bei der Auflösung des Progress-Filmverleihs da gab es böse Gerüchte, die DEFA-Stiftung schmeißt originale Filmrollen weg. Das ist aber Blödsinn gewesen. Wir haben ausgelistet. Wir haben schlechte Kopien weggeschmissen. Was natürlich wichtig ist, ist die Frage, kann man nicht eigentlich einen Mehrwert erzeugen? Jetzt bei der Frage, die kam ja vorhin auch, wo stehen wir denn eigentlich? Und der Kollege hat das ja schon richtig gesagt, man kann gar nicht sagen, wir haben jetzt auch gehört, Metadaten zu erschließen und jetzt fangen wir die Digitalisierung an. Das Problem ist, dass Sie ja beides gleichzeitig machen müssen. Ich habe ja angedeutet, es gibt noch so viel aufzuarbeiten am alten Filmbestand. Sie können die Originale gar nicht wegschmeißen und schon gar nicht die Dokumente dazu. Deswegen, das meinte ich mit dieser Überlegung, gibt es einfach nicht. Sie müssen beide Prozesse notwendigerweise parallel fahren. Das ist die Herausforderung. Und wir erschließen zum Beispiel, wenn wir uns einen Film für eine Digitalisierung holen, sofort die Daten, die uns noch fehlen, wenn wir die Rolle schon mal in der Hand haben. Und das ist übrigens nicht einfach beim Bundesarchiv. Ja, das ist schon ein Akt. Also man darf sich das nicht so vorstellen, jetzt digitalisieren wir mal einen Film und ich gehe mal den Kollegen in den Keller schicken. Und der bringt die Rolle hoch. Das ist Quatsch. Sie warten teilweise 2 Monate auf einen Film. Ja, der muss rausgekramt werden, es gibt verschiedene Kopien, die müssen geprüft werden, welche Kopie ist denn überhaupt die beste. Oft wird die Digitalisierung zusammengesetzt aus verschiedenen Filmvarianten eines Films, was für die Retusche besonders aufwendig wird und für die Tonbearbeitung und so weiter und so fort. Ja. Und wir nutzen das wirklich, um auch dann Archivarbeit zu leisten am Original und am alten Film. Ist denn die Erhaltung des analogen Materials auch automatisch immer Bestandteil der Strukturüberlegung? Naja, wir müssen uns natürlich an die Experten halten, die uns Empfehlungen dazu geben, wie wir das machen sollen. Und da ist, glaube ich, die Politik gut beraten, da auch hinzuhören. Ne? Also ich sag mal, wir werden uns das nicht einzeln oder individuell ausdenken, oder es ist völlig irrelevant, was ich denke. Es ist alles ja hier angeklungen, natürlich sollte man tunlichst das Original aufheben, ja, und das ist der Ursprung und deswegen wird es wahrscheinlich so sein, nehme ich mal an, aber nochmal, da höre ich auch Experten und Expertinnen, dass sie uns Empfehlungen dazu geben und dazu gibt es ja auch Prognosen, wie lange hält was, wie ist die Lagerung, wie muss man sowas machen, also da bin ich eigentlich auch ganz optimistisch, dass wir das richtig machen. Das wird bei uns auch noch eine spannende Frage sein, weil, wie gesagt, bei dem Projekt, wo es hauptsächlich um privaten Bestand geht, mit Rechten, wie sichere ich da ab, dass das Original erhalten bleibt, wenn er das Original quasi, das aus unserer Sicht eine öffentlich-rechtliche Förderung rechtfertigt, abgibt, dann ist das Problem kein Problem mehr. Bis auf Kapazitäten im Staatsarchiv etc.
Aber wenn da halt noch Rechte dran liegen und man quasi auch das Digitalisat selber nutzen will, dann wird es durchaus eine Frage sein, die muss in dem Konzept, und der Kollege hört ja mit, im Konzept mit aufbereitet werden. Weil da kann man nicht einfach sagen, ja, oder theoretisch könnte man sagen, wir digitalisieren nur dann, wenn. Das wäre auch eine Lösung, weil es sind ja Steuergelder, die da auch mitfließen. Aber die Frage ist auch eine Frage, die gelöst werden muss. Genau, die rechte Frage, da würde ich vielleicht gleich mal drauf kommen, das ist ja noch ein ganz, neben den ganzen technischen Problemen und künstlerisch-kuratorischen ist das natürlich nochmal ein großer Batzen, wenn ich das richtig verstehe. Wo auch bei dem Modellprojekt, glaube ich, gab es einen Medienanwalt, habe ich das richtig gelesen? Es war mal die Rede von einer Taskforce in Sachsen, wo ein Fachanwalt oder sowas Bestandteil sein sollte. Wie ist das gelöst worden? Also bei dem Modellprojekt morgen den Herrn Eckert fragen, wer weiß doch jetzt nicht alles vorwegnehmen. Die Taskforce ist ein Begriff quasi, der beinhaltet die Zusammenarbeit zwischen allen wesentlichen Akteuren, Staatsarchiv, SLUB, SLM ist hier auch noch zu nennen, Filmverband etc. Und es ist leichter gesagt als umgesetzt, weil quasi jeder auf seinen Bereich sich, ich sage es jetzt mal so, reduzieren möchte, aus Angst, um noch einmal das Wort vom Ozean. Denn theoretisch, um das auch mal zu sagen, könnten wir in Sachsen sagen, die SLM ist die Einrichtung, die für den privaten Rundfunk verantwortlich ist. Die müsste auch dafür sorgen, dass quasi das, was Digitalisierten vorgehalten werden soll, zu tun. Aber dafür würde sie, darf ich sagen, genauso wie der Herr Buda sagen, da reichen uns die Ressourcen nicht. Nichtsdestotrotz wäre das eine Struktur, wo man das sagen kann, es soll über die Struktur laufen, sodass es schwierig ist für uns. Wir sind ja Wissenschaft- und Kunstministerium, da ist Staatskanzlei drin, da ist das Wirtschaftsministerium drin, da ist das Innenministerium drin, dort quasi auch zu versuchen, über die Ressorts hinaus so ein Konzept zu erarbeiten, dass nicht jeder meint, man macht das Konzept zu, jeweils des anderen Lasten. Das ist quasi vor dem Hintergrund, was wir alle gehört haben, wie viel Aufwand damit verbunden ist, durchaus, sagen wir mal, nachvollziehbar. Deswegen auch mein Ansatz, uns quasi erst einmal auf die privaten Bestände pilotweise vorzugehen und dann zu sagen, wie kann ich schrittweise sicherstellen, dass das, was im öffentlichen Interesse ist, auch erhalten wird und der Nachwelt erhalten wird. Genau, und die Nachwelt wird es ja im besten Fall sich vielleicht auch mal angucken, und da sind wir genau bei den Rechten. Wer hat Zugriff worauf und was darf damit gemacht werden? Ich weiß, dass das, also als wir mal ein paar Amateurfilme aus eurem Projekt in Leipzig zeigen wollten, weiß ich, dass das viel Arbeit war, das zu klären für ein Filmprogramm allein. Wie seid ihr damit umgegangen? Es war, in dem Programm war es schwieriger, weil wir auch Bestände außerhalb Brandenburg hatten, wo aber natürlich Rechteinhaber existierten. Das ist ja schon mal gut. Also da waren also gutwillige ehemalige Amateurfilme der DDR, die auch eigene Vereine noch unterhalten zum Teil, die dann mit einem kurzen Okay den Film praktisch freigegeben haben, der schon digital als Ansichtsmaterial bei euch oder bei uns im Filmmuseum war. Das haben wir ja auch, eine Ansichtssammlung von diesen Materialien für andere oder die in anderen Archiven lagern. Es ist normalerweise so, dass Bestände, die wir mit öffentlichen Mitteln digitalisieren, wirklich in unserem Besitz sein müssen. Das ist klar. Oder in einem kooptierten öffentlichen Museum eingelagert sind in Brandenburg. Das heißt, betraf OSL, Museen des Landkreises Oberspreewald-Lausitz hier in Senftenberg, die also einen Bestand gerettet haben, tatsächlich aus dem BKK-Studio Senftenberg, der im Rahmen des Projektes bearbeitet wurde, ein Teil davon zumindest, und der natürlich zurückging, dann aber quasi doppelt gesichert digital an zwei Orten dann vorliegt. Das ist auch ganz praktisch. Da haben die dann sozusagen quasi das Okay gegeben, dass es keinen Rechteinhaber mehr gibt. Bei der Veröffentlichung ist es klar, die wird über Museum Digital momentan läuft die mit der Perspektive DDB,
und es ist klar, dass auch dort Bewegtbild eingebaut werden sollte. Das war auch Teil des Förderantrags, das haben wir auch gemacht, aber nur selektiv und auch nur in Ausschnitten und auch mit Wasserzeichen. Also das war eine klare Bedingung, das haben die Filmemacher auch sehr angenehm empfunden. Also da steht dann immer FMP oder es steht OSL oder sowas dann mit oben drin, je nachdem, wo das Material herkommt. Die Frage, die wir damals auch diskutiert haben, war zum Beispiel auch, dass ja gerade dieses Amateurfilmmaterial, das es ja reichlich gibt, das würde jetzt auch das sorbische Material betreffen, dass ja auch die Amateurfilmschaffenden das mit einer bestimmten Intention sozusagen als Kunstwerk, als geschlossenes Werk erschaffen haben, als dass es aber vielleicht die Nachwelt, also vielleicht kann die Nachwelt mit diesem geschlossenen Werk weniger anfangen, will aber mit dem Material, will auf das Material zugreifen. Und das war ja eine ganz interessante Frage, wie geht man damit um? Kann man zum Beispiel aus so einem Film, der vielleicht auch mit einer bestimmten politischen Intention zu einer bestimmten Zeit gedreht worden ist, kann ich da das Material rausnehmen, weil ich eben Klammermaterial brauche? Wie geht man damit um? Darf man das? Das wird einzeln abgefragt bei uns. Also wenn jetzt der MDR, RBB solche Anfragen stellt, na klar, Braunkohlenabbackerung von Orten, da gibt es natürlich auch Amateurmaterial zu. Ja, das sind dann, wollen dann meistens nur 30 Sekunden haben, dann muss das abgeklärt werden mit dem noch vorhandenen Rechteinhaber. Wenn der dann aber tot ist, ja, dann wird es natürlich kompliziert. Da gilt natürlich noch meistens ja sogar das Urheberrecht im Prinzip weiter. Es ist kein Familienangehöriger mehr da. Dann gibt es so ein, ja, dann nehmen wir die Rechte wahr. Dann nehmen wir die Rechte wahr. Dann gibt es vertraglich natürlich auch diesen Passus, dass wir schon entscheiden müssen, ob das jetzt im Sinne des Urhebers sein könnte, wenn niemand mehr da ist, wenn die Familie sich davon distanziert. Also wir hatten den Fall auch, dass die Witwe des verstorbenen Studioleiters, ja, das nicht mehr wollte, damit nichts mehr zu tun haben wollte. Das gibt's alles. Es gibt alle Varianten, man muss da bewusst mit umgehen, mit solchen Ausschnitten. Aber es gibt sozusagen juristisch jetzt keinen Unterschied zwischen Amateurfilmen und jeder Art von anderem? Also eigentlich nicht. Es gibt nur bei den Privatfilmen nochmal eine Abstufung, wenn sozusagen dort familiäre Bilder, die niemals in der Öffentlichkeit waren, erstmals in die Öffentlichkeit kommen sollen, weil der organisierte Amateurfilm ist grundsätzlich mit öffentlicher Intention hergestellt worden. Die Filme sind öffentlich gezeigt worden, von den Amateurfilmern auf Wettbewerben eingereicht worden, international gelaufen etc., bezirksweise oder DDR-weise. Insofern sind die veröffentlicht. Also das ist der Unterschied. Mhm. Um vielleicht jetzt nochmal auf die professionellen sorbischen Filme zurückzukommen, da lagert ja, also die nochmal zur Produktionsgruppe sorbischer Film. Die war ja in Bautzen angesiedelt, aber auch beim Trickfilmstudio der DEFA, das dann in das Deutsche Institut für Animationsfilm übergegangen ist sozusagen. Ja. Und erst hatte ich, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm, dass du ja damit auch befasst bist. Das heißt, dass da also tatsächlich auch noch ein Teil der Filme von dieser Produktionsgruppe tatsächlich vorhanden ist. Also das ist klar, dass also aber nur positiv Kopien natürlich, die im Kinoeinsatz waren, die im DEFA-Trickfilmstudio gelagert waren, auch als Belege offensichtlich natürlich ins DIAF-Archiv gekommen sind und die dann auch nochmal abzugleichen werden bei, machen wir ja auch sowieso gemeinschaftlich Abgleich von Kopien, die bei uns auch knapp über Null liegen in Technischen Sammlungen in Dresden und da gibt es dann natürlich auch wieder Überschneidung. Wir dürfen ja als DIAF auch den Bestand nicht kommerziell, zumindest in Sachsen, vorführen. Das gibt es ja nach wie vor, die Regelung, und das wird auch gemacht. Auch mit den Filmen kann man das machen, im Prinzip, wenn mehrere Kopien da sind. Gibt es denn auch, Protokolle, Schriftverkehr, also womit ich jetzt bisher auf die Kontextualisierung des Materials komme, was ja auch nochmal eine interessante Frage ist? Ist das in Dresden vorhanden? Aus der DIAF ist vielleicht auch Volker? Ja, bei uns, also in DIAF nicht, würde ich denken. Die Schriftgutüberlieferung. Nee, Drehbücher. Ja. Ansonsten ist das eben der klassische Bundesarchiv-Schriftgutbestand. DR 116. 116. Gut.
Aber die Frage ist ja tatsächlich bei jeder Art von historischem Material, mit dem man es zu tun hat, dass der Kontext der Produktion, und das hat natürlich auch dann, da kommt man auch auf politische Kontexte, was gerade bei der DDR natürlich interessant ist, ja eigentlich, wenn man über Filmerbe redet, immer mit hinzugezogen werden muss. Oder wie ist das bei der DEFA? Ist es klar, ihr habt immer damit zu tun. Wir kamen erst drauf, als wir über Sokow geredet haben, dass der Film ja tatsächlich interessant wird, wenn man den politischen Kontext der Entstehung in der DDR betrachtet. Ja, weil vordergründig sieht das vielleicht aus wie ein normales Sportfest, genau. Hätte alles andere sein können, aber unter der Information, dass das dann verboten wurde und auch weiter war, ist das natürlich was ganz anderes. Kontext ist das eine, aber was zum Beispiel bei uns auch passiert ist, wir haben tatsächlich herausgefunden, dass es vom Aufbau des Hauses der Sorben wohl irgendwie zwei Filmrollen gibt in der Stiftung, und das Institut hatte auch zwei Filmrollen. Und es wusste niemand voneinander. Und bis wir dann festgestellt haben, das ist eigentlich ein Vierteiler. Also die vier Teile gehören zusammen, und da ist plötzlich dann was gefunden worden, was eigentlich zusammengehört. Das erschließt sich dann auch manchmal, wenn man die Teile zusammensetzt. Ich will noch mal kurz zu den Rechten zurückkommen. Also wir haben bei diesem Pilotprojekt tatsächlich auch das Problem, dass es erstmal Stufe 1 kein Problem war, die Rechte zu bekommen für die Digitalisierung. Aber die Nutzungsrechte sind ja doch was anderes, um das öffentlich zu machen, und diese Premium-Stufe, die ja heute auch im Vortrag schon da war, dass man das zum Beispiel online stellt, im Film, ne? Das ist ja noch was ganz anderes. Und da warten wir zurzeit tatsächlich, um für zwei Filme überhaupt das Recht dazu zu bekommen, das online zu stellen. Also zurzeit ist das eine interne Sache, die man sich dann mal unter Kollegen angucken darf, aber richtig öffentlich kann man das noch nicht machen. Und da sind wir eigentlich nur am halben Weg erstmal stehen geblieben. Das ist echt ein schwieriges Thema. Ja, da geht es auch um Geld letztendlich, würde ich mal sagen. Also wenn ich Rechte an einem Film hätte, würde ich auch sagen, wenn ihr den online stellen wollt. Ja, man sucht alle möglichen Wege, auch die mit weniger Geld. Ah ja, okay. Ich würde natürlich das auch gern öffnen wollen für Fragen aus dem Publikum. Wenn Sie also sich hier einhaken wollen und Fragen oder Kommentare haben, sind Sie dazu herzlich eingeladen. Ach, da geht's schon los. Ich habe eine Frage zu dem Studiengang. Ist das der hier Film Kultur? Und der befasst sich dann auch mit so technischen Sachen wie Digitalisierung? Ja, das ist nicht ganz richtig. Also die technischen Spezialisten bilden wir da nicht aus. Ja? Also deren Arri-Scanner bedienen kann und sich daran stellt, den wir im Übrigen anschaffen werden in der Filmuniversität. Das hat aber einfach den Grund, weil wir denken, dass so eine Projektförderung eigentlich nicht ausreichend ist für Digitalisierung, sondern das muss institutionalisiert werden. Das ist also jetzt die zweite Stufe, wo es ganz klar ist, dass die Filmuniversität, abgesehen von dem Studiengang, ja auch ein Riesenerbe an Hochschulfilm hat und das natürlich nicht mit externen Auftragsvergaben regeln kann, auch bezüglich der Dienstleisterlandschaft in Deutschland. Wir haben also jetzt zwei Leute eingestellt, die sich mit diesem Scanner auseinandersetzen werden und die Materialien bearbeiten. Und da rutscht dann natürlich auch das Filmmuseum als Institut mit so einem Kontingent rein, ja, in diese Scannerauslastung, die dann hoffentlich eine Weile hält. Ja, also die bauen natürlich auch immer wieder neue Chips und neue Möglichkeiten. Das ist auch neue Software immer wieder im Einsatz bei diesen Scannen. Prozess ist kompliziert, aber der Filmkulturerbestudiengang ist ganz klar gerichtet auf quasi die Organisation der Vorgänge. Also einen Wissenschaftler auszubilden, der sowohl die Archiverfahrung hat, weiß, was Film ist, weiß aber auch, was Filmorganisation in Deutschland insgesamt ist, weiß ein bisschen was zur Filmgeschichte, weiß aber auch, was eine 16mm Magnetronrandspur ist. Ja, kann aber eben den Scanner nicht bedienen, kann auch keinen Film restaurieren in dem Sinne, dass er wirklich jetzt eine Klebestelle exakt sozusagen schneidet. Das soll er nicht unbedingt, aber er soll diese Prozesse verstehen und anleiten. Da kann ich kurz ergänzen, die waren natürlich heute auch eingeladen. Ja. Chris Wahl ist das, ne? Der Studiengang. Die Reaktion war auch interessant, also sehr interessantes Thema, haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Sorbisches Filmerbe. Und die müssen sowas lange vorher wissen, um mit einer Gruppe von Studenten hierher zu kommen, aber auf alle Fälle fand ich das auch interessant. Die,
fand ich das auch interessant, dass, dass da auch so ein, lass es nicht, positive Überraschung herrschte, als man das Thema ihm mal vorsetzte. Aber das wirst du ja jetzt da auch direkt reintragen, wenn ich das richtig sehe. André. Ja, ich hätte eine Frage an Ralf Forster. Sehr aufmerksam zugehört habe ich, als du gesagt hast, überlegt sozusagen eventuell sogar die Rohscans sozusagen dann wieder zu entsorgen, wenn der Digitalisierungsdurchgang durch ist und wahrscheinlich eine Nutzungskopie erstellt ist. Ich finde den Gedanken gar nicht so fernliegend, weil genau diese digitale Langzeitarchivierung genau gerade ein bisschen das Damoklesschwert in Sachsen ist, wo man halt wirklich sagt, wie handeln wir eigentlich diese riesen Datenmassen, wer soll die wirklich professionell über die nächsten Jahrzehnte irgendwie vorhalten. Ist das jetzt konkret, ist das erstmal eine Überlegung oder ist das Teil vielleicht sogar des Strategiekonzepts schon? Also, und dann hätte ich noch eine andere Frage, wie geht sozusagen eine wissenschaftliche Bibliothek damit um? Wir haben ja nun mit der Landesbibliothek, Herr Jonschi sitzt ja auch hier, genau an diesem Punkt natürlich auch einen interessanten einen Disput gehabt, insofern, dass Kinemathek natürlich nicht nur die Rohdigitalisate haben wollen, sondern auch sozusagen die bearbeitete Fassung, wo ich dann sozusagen den Film wirklich komplett sichtbar habe, also alle negative irgendwie positiv umgedreht und zusammengekoppelt. Das ist natürlich auch für die Landesbibliothek was wiederum für mich auch wieder sehr verständlich, dass sie gesagt haben, wir wollen die Rohdigitalisate in erster Linie haben, weil das ist sozusagen das unmittelbare Forschungsmaterial. Also komplex. Ja, also eigentlich zwei Fragen. Ist das A schon Teil der Strategie, wirklich der Strategie oder ist das eine Überlegung? Und B, wie geht man damit um mit den Rohdigitalisaten, wenn die dann weg sind? Müsste dann jemand in der Bibliothek wieder das Originalmaterial beanspruchen, wenn er wirklich in die Quellen analysiert? Wäre jetzt bei den Amateurfilmen so, das sind die LTO-Bänder sind bespielt mit den 2K-Scans ganz normal, also aber in der sozusagen komprimierten Ausgabeversion schon. Also nicht jedes einzelne Bild, was gescannt wird, natürlich. Und der Dienstleister, also Screenshot in dem Fall, hebt die ein paar Wochen auf, wir prüfen das und dann werden die natürlich auch beim Dienstleister nicht aufgehoben. Die stehen aber nicht mit auf dem LTO drauf, also die sind nicht mit aufgespielt auf dem LTO. Also das ist in dem Sinne, für analoges Material, was wirklich noch in mehreren Kopien da ist und auch dann unter Null klimatisiert ist, glaube ich, ein besserer Weg, weil wir haben ja bei Filmrestaurant war es ja auch dieses Fallbeispiel von Wim Wenders Foundation, war ja ganz eindrucksvoll. Wenn man eben alles aufhebt, ist es viermal so teuer, als wenn man es analog wieder ausspielt, nach 100 Jahren. Also das war so eine Modellrechnung, das war ja mal ganz interessant, wenn die haben das hochgerechnet auf das Övre von Wim Wenders und haben gesagt, also wenn wir jetzt diese Terabytes, die da anfallen, alle ordentlich gemäß Herstellerangaben 15 Jahre umspielen auf Festplatten und wie auch immer alles, wir wissen ja noch gar nicht die Trägermedien, die sich vielleicht mal entwickeln, optische Speicherung und so weiter, nach momentanen Bedingungen wird es viermal so teuer sein, wie wieder ausbelichten auf 35mm Film und unter Null lagern. Also weiß ich nicht, Lichtton negativ und Lichtton Bild positiv, kann man ja verschiedene Kopierstufen, wie das eben auch lange gemacht wurde. Ja, das ist so schon eigentlich Konzept, würde ich sagen, weil wir haben ja noch die analogen Originale. Es ist eine ganz andere Frage, wenn es nur digitale, also born digital Materialien sind, wie man da eigentlich mit umgeht oder wie es analog Videomaterialien sind, die ja deutlich problematischer sind möglicherweise, da müsste man das neu entscheiden. Bibliothek, gibt es bisher keine Beziehungen oder zur Landesbibliothek in Potsdam, die da in irgendeiner Form eine Anfrage gestellt haben oder so. Das läuft bei uns direkt zum Museum Digital in die Öffentlichkeit, also die Ergebnisse. So, ich muss jetzt mal streng sein. Ich glaube, Cosima hatte sich mit als eine der allerersten gemeldet. Gut. Danke. Hier geht es ganz demokratisch. Nee, also ich finde erstmal ganz großartig, dass wir so wunderbar ins Gespräch kommen und dass wahrscheinlich in den letzten Jahren sich doch einiges ins Positive entwickelt hat. Und ich hoffe, dass das auch in diesem Tempo weitergeht und sagen wir mal, dass vor allen Dingen in Zukunft noch mehr vernetzt und strukturiert wird. Und in dem Zusammenhang habe ich doch noch mal eine Frage an Herrn Früh. Ich habe das wahrscheinlich akustisch nicht richtig verstanden.
Das hat was mit der Kategorie zu tun. Also Sie haben immer gesagt, Sie wollen jetzt das Private erstmal als schwerpunktmäßig, also im Sinne der goldenen Nadel im Heuhaufen sehen. Was verstehen Sie unter Privat? Also ich verstehe das noch nicht so ganz. Also wir reden hier von Amateurfilmen, auch ein Amateurfilm kann ja von den Privaten gemacht worden sein. Meinen Sie jetzt die privaten Rundfunkveranstalter? Also auch die machen ja Amateurfilme, wenn man so will. Also was verstehen Sie unter Privat? Also die Kategorisierung war, die ich vorhin versucht habe, darzustellen, dass grundsätzlich die Einrichtungen, die öffentlichen Einrichtungen für die Digitalisierung selbst verantwortlich sind, sich quasi auch in ihrem Wirtschaftsplan auch entsprechende Mittel einwerben müssen und dass an der Ende dieser Kette quasi das Staatsarchiv oder die SLUB, also die Landes- und Universitätsbibliothek, steht. Daneben gibt es Bestände, die nicht aufgrund von Förderung oder wie auch immer in den öffentlichen Bereich gelangt sind. Da gibt es ja auch Belegexemplare, die werden dann auch im öffentlichen Bereich, sondern es gibt jedenfalls, das ist vielleicht auch eine Besonderheit in Sachsen, einen ziemlich großen Bereich von regionalen, privaten Fernsehveranstaltern. Die gab es nach der Wende, habe ich mir sagen lassen, 55 bis 60, zurzeit gibt es noch 30 bis 40 und die haben einen enormen Bestand, das ist etwa ein Drittel bis der Hälfte des Bestandes, den die Frau Lemke vorhin zitiert hat, und die vegetieren mehr oder weniger in der sächsischen Landschaft vor sich hin. Manche sind gut gelagert, aber viele sind halt auch in Kellern etc. pp. Und den Bestand hat quasi sich die Politik und der Filmverband und der Kultursenat angeguckt und hat gesagt, für alles andere gibt es keine Lösung, aber mehr oder weniger Strukturen, die quasi verantwortlich sind, drauf zu gucken, und für diesen Bestand, den ich quasi dann immer mit privat bezeichne, gibt es keinen, der sich dafür verantwortlich sieht. Dafür haben wir vom Landtag quasi auch Geld bekommen, ein Konzept zu erarbeiten, wie man diesen Bestand, wenn ich den voll digitalisieren und vorhalten würde, bräuchte ich wahrscheinlich ein paar Nullen hinten dran, von dem, was ich vorhin gesagt habe, wie kann man ein Konzept erarbeiten, dass das, was quasi in der Nachwendezeit bis in die 90er vielleicht auch, ja, ich würde sagen, bis Ende der 90er entstanden ist, was quasi jetzt die Öffentlichkeit in Sachsen nicht vom öffentlichen Rundfunk und vom öffentlichen Fernsehen belichtet, sondern quasi von privaten Fernsehanstalten, Rundfunk etc. Belichtet worden ist, vielleicht ganz andere Sichtweisen hat, ganz andere Geschichten erzählt als quasi des Öffentlichen. Wie kann man den Bestand der Nachwelt erhalten, der, ja, wo sich eine öffentliche Finanzierung rechtfertigt. Und da ist natürlich die rechte Frage eine explizite oder eine wichtige. Eine Position kann durchaus auch zu sagen, natürlich kann ich öffentliche Gelder nur einsetzen, wenn ich hinterher auch das Recht bekomme, das zu nutzen. Also das wäre für mich durchaus auch ein gesetzter Punkt. Also das meine ich mit privaten, insoweit ist es vielleicht in Sachsen, weil ich habe mir sagen lassen, ja. Ich arbeite in der Sächsischen Landesmedienanstalt, können wir das in den Dialog dann sehen. Das können wir noch im Dialog machen, können wir auch noch intensiver arbeiten. Wunderbar. Ich wollte bloß die Frage von André Eckert über die Rohdatensicherung auch an die DEFA-Stiftung weitergeben, dass die DEFA-Stiftung anhabt. Ja, sehr gute Frage. Ich grübel die ganze Zeit schon. Ich bin da gar nicht der Experte. Ich glaube, wir sind ein bisschen vorsichtiger mit den Rohdaten. Einfach, wir gehen da, ja, vorsichtig ist vielleicht das falsche Wort, wir sind auch schüchtern. Ich meine, wir machen das noch nicht seit so langer Zeit. Das heißt, die Rohdaten sind bei uns noch da. Also wir archivieren die zumindest. Das heißt nicht, dass wir viel investieren, um die Daten zu erschließen, weil das können wir einfach nicht leisten. Aber sie sind da, soweit ich das weiß. Ja, diese ganze Diskussion zeigt doch, dass man quasi, was das Langzeitmedium sozusagen betrifft, noch nicht die Wahrheit gefunden hat, dass man sich noch in ein Spannungsverhältnis bewegt. Wir können auch andiskutieren, wie ist es quasi, nochmal wieder ein Kopierwerk hinzustellen, das vielleicht auch eine analoge Kopie zieht. Wie weit ist die Abtastrate von heute, die man heute hat bei 4K, wirklich sozusagen das Ende der Fahnenstange? Heute sagt man, mehr kann man nicht rausholen, vielleicht kommt ein paar Jahre und sagt jemand, doch, wir können mal rausholen. Das wissen wir alles nicht, das ist schwierig. Ich denke, was die Speicherung der digitalen Mengen betrifft, denke ich mal, es wird sich entspannen, da bin ich mir relativ sicher.
Da ist die Technik, da ist vielleicht ganz einfach, das eine fährt ein bisschen schneller als das andere. Aber da ist auch eine Industrie dahinter zum Teil, die sich auch da gegenwärtig, wie es halt so ist, es ist neue Technologie, das heißt, da wird erstmal auch verdient. Aber ich denke mal, wenn das in die Fläche geht, wird es besser. Deutschland hat einen riesen Nachholbedarf, was überhaupt eine Struktur für die Langzeitarchivierung, für digitale Langzeitarchivierung betrifft. Da gab es verschiedene Modelle oder Projekte, LOGS zum Beispiel, oder Luki bei an der IWNHU in Berlin, etc. Ich denke mal, da muss ich was tun. Anmerkung aber, die Gegenseite, das soll ich noch loswerden. In Frankreich ist es so, weil sie die Digital Born angesprochen haben, ich glaube, in Frankreich ist es so, man muss quasi sozusagen auch ein Digital Born auf analoges Material bringen für die Langzeitarchivierung. Ja. Ja, genau. Mir geht es auch um die Langzeitarchivierung. Genau, der Daniel Kubik, der hat heute diese schöne Geschichte erzählt mit die Garage mit 500 Filmen, ja, die dann irgendwann tatsächlich mal gesichtet wurden. Und jetzt gibt es durch dieses Modellprojekt, ja, irgendwie sozusagen, genau, die Insel hat Vorteile gegenüber dem Ozean und es wurden in dem Modellprojekt 10 Filme, genau, digitalisiert. So, und jetzt habe ich gelernt heute, ja, von Herrn Forster, ja, aber seht zu, liebe Leute, Originale sichern, ja, ist viel besser, weil das hält 50 Jahre, ja, bei bestimmten Temperaturen und bei bestimmten Feuchtigkeiten und digitale Sicherung hält nur 15 Jahre. Jetzt frage ich mich natürlich, Kinders, was machen wir denn mit den sorbischen Originalen? In welchem Kühlschrank lagert ihr die denn zurzeit? Also meine Kühltruhe zu Hause ist voll. Rolex und Rolex. Nee, das Problem ist ja bekannt. Ich hatte ja auch schon gesagt, also das Problem der Kapazitätsgrenze des sorbischen Motorarchivs ist bekannt. Da wird gerade eine Machbarkeitsstudie erstellt, da müssen wir handeln. Alles andere ist dann... Aber da gibt es noch einen Kühlschrank, oder wie? Ja, wir müssen jetzt mal das Richtige sagen. Also, weißt du mich auch? Ja, willst du die Erste aufschreiben? Wir haben ja einen Experten vom Sorbischen Institut hier. Ja, also Jürgen Tschonschel von der SLUB Dresden haben uns ja mit dieser Frage der Langzeitarchivierung auch beschäftigt. Und das ist, glaube ich, genau der Knackpunkt. Also Herr Forster, wie ich Sie verstanden habe, LTO, umkopieren von Generation 4 irgendwann auf 6 und so, das passiert natürlich bei uns alle 4 Jahre und das ist Teil von der Langzeitarchivierungsstrategie. Und das wäre meine Frage an Sie, ob die vorhanden ist oder ob die Langzeitarchivierung, also eine digitale, oder ob die Strategie besagt, wir machen das analog. Ne? Eben. Und unsere Frage, deswegen auch die möglichst gute Speicherung der Rohdaten war, was machen wir mit Materialien, wo wir echt in kleinen Archiven Probleme haben, eben die Originalmaterialien bei 0 Grad, wer hat die Möglichkeiten, ja, das ist hart. Ja. Eben, und das war unsere Idee dahinter, ne? Und da haben wir auch jetzt neulich auf der JASA-Tagung, beim internationalen JASA in Berlin, bei diesem Vorgehen großen Zuspruch bekommen und auch Nachfragen, gerade aus Richtung der österreichischen Mediathek, eben die das auch favorisieren. Ja. Genau. Allein die permanent in der Filmuniversität produzierten Studentenfilme betrifft das ja. Denn dort muss natürlich und ist auch natürlich ein LTO-basiertes Sicherungssystem vorhanden, weil die sind ja nur digital da. Ja, die moderneren Produktionen der letzten 8-9 Jahre, so ungefähr, dann haben die in der Zeit ungefähr, läuft das fast nur noch digital. Dazu gibt es ja mehr oder weniger ein halbwegs flüssiges Konzept, das eben momentan auf LTO auch läuft, ja, und natürlich auch diese Sicherungsintervalle mit einberechnet. Ja, aber Sie können sich natürlich vorstellen, was da schon allein an Studentenfilmmaterial aufgehäuft wird. Und was da für Fragen zu erörtern sind, zum Beispiel, was machen die mit ihren Drehmaterialien? Wie viel Prozent Drehmaterial, was sie nicht im Film verwendet haben, wird gestattet, noch zu archivieren auf diesen Bändern? Ja, und da sind wir jetzt mit diesen 100 Filmen, ist es natürlich vergleichsweise übersichtlich, ja, was da noch reinfließt in dieser LTO-Sicherung. Aber da ist die Filmuniversität ganz klar gefragt, weil
als filmproduzierende Einrichtung ist das auch nochmal ganz anders als im Land Brandenburg, wo eben Glasplattennegative gescannt werden oder Plakate, was von den Datenmengen was ganz anderes ist. Und da muss die Filmuniversität natürlich letztlich auch überlegen, ob sie dann bei diesen magnetischen Trägern zum Beispiel bleibt. Das ist auch diskutiert momentan. Das ist aber nicht abschließend beurteilt. Also insofern ist diese Strategie noch offen, was man mit diesen LTOs dann irgendwann alle mal macht, ob man die alle wieder nachher nochmal einspielt, neu, und oder ob man es so lässt und das mal so 15 Jahre erstmal so in diesem Sicherungssystem laufen lässt. Ja. Wenn ich vielleicht noch ganz kurz dazu sagen kann, das ist der Punkt, wo ich glaube, wo wirklich ein Effekt da wäre, dass man voneinander lernt, weil in der Bibliothek haben wir eben gerade für Flachware, sind diese Strategien OAIS schon möglich. Und dieser technische Aufwand mit dem Film ist natürlich ein immenser anderer, aber da müssen wir, glaube ich, wie Sie sagten, zusammenkommen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie das nochmal erwähnen, denn wir haben es ja, also die Herausforderungen haben wir an ganz vielen Stellen, vor allem auch im Wissenschaftsbereich. Dort haben wir genau dasselbe Thema, wie sichern wir Erkenntnisse, die Erfindungen, die Fortschritte, die wissenschaftlichen Fortschritte, wie werden die denn jetzt produziert? Die werden genauso digital produziert, mit Filmsequenzen, mit allem. Also die Diskussion, die wir eigentlich mit der DFG und anderen führen, wie kriegen wir das Langzeit archiviert und drüber gerettet als sozusagen unser wissenschaftliches Erbe oder wie immer man das nennen mag. Und das, was die Bibliotheken jetzt seit einigen Jahren da ja im Bereich der Langzeitarchivierung auf die Beine gestellt haben, sind ja die Konzepte, die wir jetzt hier im Grunde genommen eigentlich vergleichbar erst anfangen und aber vielleicht auch miteinander verknüpfen müssen, weil da sind ja schlaue Ideen rausgekommen, finde ich jedenfalls. Also insofern können wir voneinander lernen und die Probleme sind auf einem sehr ähnlichen Niveau. Ja, vielleicht noch eine kleine Anmerkung dazu. Also in dem Modellprojekt es ging ja nicht nur um Sicherung von analogem Filmmaterial, es ging ja auch um verschiedene Medien, da ging es also auch um Tapes und da sieht es ja anders aus. Da ist es wirklich so schon angebracht, die dann zu digitalisieren, weil wir eben das große Problem haben, dass zum Beispiel auch dann die Abspielgeräte etc. verloren gehen. Vielleicht, weil Sie gerade Bibliothek angesprochen haben, wenn man in einer Bibliothek Materialien erfasst, dann gibt man quasi auch an beim Medientyp mit oder ohne Hilfsmittel sichtbar. Und es ist natürlich immer noch etwas, ein Buch oder ein Mikrofisch oder ein Film, der ist immer halt auch noch ohne Hilfsmittel sichtbar. Und nicht auch deshalb gibt es ja zum Beispiel auch im Barbara Stoll, im sozusagen deutschen Archiv, die Mikrofische noch liegen, weil man eben den Digitalisaten nicht ganz über den Weg traut. So, war jetzt da noch Dr. Rentner hatte noch? Nee. Ja. Nicht wirklich? Ja? Ich habe wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich bin Gregor Richard von der Wendischen Zeitung Nur Sassnik. Ich habe eher so eine praktische Frage. Etwas zu sichern für die nächsten Generationen ist das eine. Aber mich würde interessieren, welche Überlegungen es da gibt. Vielleicht ist es eher so eine Frage an die Sorbische Stiftung. Wie kann man das eigentlich so der wendischen Öffentlichkeit zugänglich machen? Es geht auch nicht nur um historische Filme. Ich glaube, in den letzten Jahren lief mal im Fernsehen ein Film von Peter Rocher, wie schön blüht die Maie, ich weiß, den Titel weiß ich jetzt nicht mehr, irgendwie viele haben es verpasst und das ist weg, für den normalen Menschen ist es einfach unzugänglich und ich finde, es gäbe in der wendischen Sprachgemeinschaft ein großes Interesse, diese Filme in welcher Form auch immer einfach mal zu sehen. Was könnte man da machen? Ja, grundsätzlich hatte ich den Weg ja bereits genannt, also der optimale Weg wäre natürlich, dass man das online zur Verfügung stellt. Das wäre das entspräche am ehesten dem Konsumentenverhalten. Das ist natürlich eine rechtliche Frage. Da muss einiges geklärt werden, weil es ist schon ein Unterschied, ob man eine DVD verkauft oder das tatsächlich online für alle zur Verfügung stellt. Vielleicht noch kostenlos.
Da sind Ideen schon da in der Stiftung, wie man das veröffentlichen kann. Aber wichtig ist das auf jeden Fall und ist auch vorgesehen. Also das ist nicht so, dass wir den Schritt vergessen haben. Aber dazu kann ich auch jetzt mal was aus meiner kuratorischen Praxis sagen, weil das ist wirklich ein riesiges Problem, was Sie ansprechen. Eines der größten Probleme, die man hat, wenn man Filmprogramme kuratiert, dass wirklich alles, was nach 1989 fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen entstanden ist, also das betrifft ja jetzt hier bei den sorbischen Programmen wirklich RBB und MDR, das geht dann an die Verwertungsgesellschaften, dann hat man es mit solchen fast schon Konzernen wie Telepool oder so zu tun und die berechnen pro Filmminute. Und denen ist vollkommen egal, wofür man das braucht. Die berechnen das immer so, also da sitzt praktisch eine Maschine und die berechnet, aha, Peter Rocher, ich habe versucht etliche Peter Rocher Programme zu machen, ich habe diese Filme nicht bekommen, weil die gucken dann, aha, der Film geht 45 Minuten, pro Minute berechnen wir 2000 Euro oder sowas. Das ist natürlich für jemanden, der so einen Film vorführen will, sei es noch im Rahmen eines Festivals oder auch immer, das ist vollkommen utopisch. Das geht vielleicht, also das sind eben Klammerpreise, wenn jemand sagt, ich produziere hier einen Film und ich brauche mal 3 Minuten Ausschnitt aus Peter Rocher, dann tun die das in ihre Kalkulation, dass die dafür irgendwie, was weiß ich, 6000 Euro brauchen. Aber für uns ist dieser gesamte Filmstock generell nicht vorführbar. Das betrifft sämtliche Arbeiten, die entstanden sind in diesem Rahmen, aber das ist besonders bitter, was die sorbischen Filme betrifft, weil ein Großer, zum Beispiel Peter Rocher. Aber es ist doch öffentlich-rechtlich, wie kann das ja, das ist, rechtlich das müssten wir jetzt mal anti-öffentlich sein. Ja. Das gleiche Problem haben wir ja nicht nur mit dem Film, sondern zum Beispiel mit den ganzen Musikproduktionen des sorbischen Rundfunks. Ja, die werden ja quasi zurückgekauft, um dann CDs draus zu produzieren. Aber das ist doch pervers. Das ist Telepool, das ist privat. Das ist ja genau dieses Problem dieser ganzen. Und wieso dürfen dann öffentlich, die wir mit unseren Gebergebühren bezahlen, wieso dürfen die das irgendwohin naja, verkaufen? Das ist wirklich, da geht es nur komplett nach kommerziellen Gesichtspunkten. Ja, ich würde auch nicht sagen, dass das nur Urheberrechtsschutz ist, das ist Geschäft, das ist Kommerz. Und wir haben es manchmal versucht, also manchmal schon sozusagen geschafft unter der Hand, wenn man dann einen Redakteur kennt bei der Redaktion und man bekommt dann das Band irgendwie zugespielt und man hofft, dass es die Telepool nicht merkt, dass man den Film. Telepool. Und das ist wirklich ein riesiges Problem und wirklich, das betrifft die Sorben besonders hart, muss ich sagen, weil Peter Rocher ist nun mal der wichtigste sorbische Filmemacher und er hat so viele sorbische Filme gedreht nach der Wende noch. Er ist ja erst vor, ich weiß gar nicht, 4, 5 Jahren gestorben und hat noch lange Jahre wirklich auch wichtige Filme gedreht und die sind, im Moment sind die verloren. Ich wollte fragen, wir haben das gehört zu Amateurfilmen, zur DEFA-Stiftung und sorbisches Material, aber wie ist das eigentlich, vielleicht gar nicht, wenn ich beantworten kann, vielleicht, Tintamosisch, wie ist das mit den Sachen, die vom DDR-Fernsehen stammen, wo liegen denn die eigentlich? Kein Problem, das ist einfach. Ich kann nicht mehr weitergeben, ne? Also es gibt ja 2 große Filmbestände in der DDR. Der Kinofilm, Rechteinhaber sind wir. Und dann haben sie auf der anderen Seite die riesen Fernsehproduktion, die betreut heute das Deutsche Rundfunkarchiv. Ah, ja. Ich glaube, aber da bin ich jetzt kein Experte, ich glaube, die sind beim RBB angegliedert, aber sind eine private GmbH sogar. Also die sitzen auf alle Fälle beim RBB, man kann dort... Das kann ich nur zufällig auch beantworten. Man kann da problemlos Filme sichten. Ich habe auch nie ein Problem gehabt, dort Filme rauszubekommen. Das ist zugänglich. Die haben jetzt irgendwie ihre Bestimmung geändert im letzten Jahr und fangen jetzt so ähnlich an wie die Verwertungsgesellschaften. Da haben wir wiederum dann den Dreh gefunden mit Hilfe von Silke Laubenstein-Polenz, die eine sehr findige sorbische Kollegin ist. Wir haben das dann über die Stiftung, konnten wir das dann ausleihen fürs Festival. Da ist es immerhin so, dass man da, wenn man nachweist, es ist gemeinnützig, darf man die Filme, ich glaube, Silke war es kostenfrei, ich glaube sogar. Es waren 40 Euro, die Frankfurter Main zu bezahlen waren, die Rechnung kam, die muss ich einfordern, die Rechnung hat viel mehr Arbeit gemacht. Auf alle Fälle, mit dem DRA kann man irgendwie umgehen und wie gesagt, zumindest dieser Weg über die Stiftung, aber da haben wir auch ein paar Monate gebraucht, um das rauszufinden, diesen Weg.
Das ist wirklich ein Punkt, wo die Politik eingreifen sollte. Das betrifft nämlich das gesamte Verwertungssystem. Und es geht auch bis in den Druckbereich hinein, VG Wort zum Beispiel, wo zum Teil ja sozusagen auch jetzt nicht davon ausgegangen wird, dass eventuell die Konsumenten, also der Konsumentenbereich vielleicht ein ganz, ganz kleinerer ist als sozusagen die sorbische Konsumenten sozusagen vielleicht nur 1.000 oder 2.500 oder 10.000 sind gegenüber, wenn man jetzt quasi etwas für den deutschen Bereich sozusagen sich eine Lizenz kaufen würde. Und ich denke mal, da ist auch ein bisschen die Politik gefordert, sozusagen dort, gerade wo man sozusagen auch öffentlich ein bisschen kontrollieren kann, wenn ich jetzt mal Telepool nehme, ja, dann denke ich schon, da sollte das vielleicht auch mal wirklich mal ein gewisser politischer Druck, wie auch immer man das machen würde, rein, um mal zu überprüfen, ob denn diese Gebühren auch sozusagen überhaupt sozusagen dafür sozusagen überhaupt ja sinnvoll sind oder ob man es nicht quasi dort irgendwie eingreifen könnte. Also auch bezüglich, ich nehme es auch nicht gerne im Mund, Minderheit, aber wirklich hier Minderheitenrechte, dass die durch diese Kommerzialisierung quasi aus meiner Sicht eigentlich mit den Füßen getreten wird, wie kann man das nicht 1:1 übernehmen? Das ist dann wirklich praktische politische Arbeit. Direkt anschließend noch ein draufsetzen. Also ich denke, da wird sich dann die Katze in den Schwanz beißen, was nämlich mit Filmförderung wieder zu tun hat. Ich meine, die Fernsehsender kaufen für ein Apple und für ein Ei die Lizenzen für 5 bis 7 Jahre. Damit sind sie für die Öffentlichkeit eigentlich weg. Beziehungsweise beim MDR Nachwuchsfilme 23:15 Uhr, sehr ehrenvoll. Aber ich meine, die Filme gucken sich die Leute an, die sie wirklich sehen wollen, auch sehr gut. Aber ist sicherlich nicht in dem Sinne, was wir wollen. Da kommen wir dann wieder aber auch hier zum Thema sorbische Filme. Die Stiftung an sich ist logischerweise nicht in der Lage, jemals irgendeinen einen Kinofilm zu finanzieren. Sie ist also angewiesen auf eine Senderbeteiligung oder auch natürlich auf eine Förderung von anderen großen Fördereinrichtungen. Da, zumindest wenn eine Senderbeteiligung da ist, ist die Gefahr natürlich von vornherein da, der Film ist dann erstmal weg. Eine ganze Weile, ne? Beziehungsweise muss für teures Geld wieder zurückgekauft werden. Im Prinzip eigentlich ja auch bei diesen Filmen, die dann synchronisiert werden. Funktioniert eigentlich so bis jetzt ganz gut, aber da muss man schon auch sehr, sehr aufpassen und ich denke, Forderung an die Politik auf jeden Fall, also zumindest, dass da auch die in den Rundfunkgeräten sitzenden öffentlich-rechtlichen Sendern da durchaus mal nachfragen sollten, inwieweit da Möglichkeiten zumindest für die Sorgen geschaffen werden könnten, wobei ich also eigentlich weiß, dass es nicht gehen wird. Also Gesetze sind nicht leider, aber irgendwas ist da sehr schief. Aber da kann ich jetzt aus der Filmförderung sagen, da erlebt man das mit den Fernsehanstalten. Da erlebt man genau das Gleiche, wie wenn man zur Filmförderung geht, dass immer gesagt wird, geht doch zur Stiftung für das sorbische Volk, die haben doch Geld. Und wenn jetzt unsere sorbischen Filmemacher beim MDR-Amt anklopfen oder beim RBB, dann heißt es immer, ihr habt doch Wujica, ihr habt doch Wodatko, ihr habt doch alles, was wollt ihr denn? Das ist aber natürlich nicht das Gleiche wie eine Filmproduktion. Also, und zum Beispiel Maja Nagel, die erst im Vortrag von Daniel Kubik angesprochen wurde, eine der wenigen wirklich aktiven sorbischsprachigen Filmemacherinnen, die diesen kurzen Dokumentarfilm gedreht hat, Czerno Jagode, die seit Jahren versucht, daraus einen langen Film zu machen, über die Muskauer Heide, die zum Teil schon abgebaggert ist, wo noch ein sorbischer Dialekt gesprochen wird, der dann auch verschwunden sein wird, wenn es dann mal ganz weg ist, und die beim MDR da geht nichts. Und das ist vielleicht auch was, wo man von Seiten der Politik, sehen Sie da Möglichkeiten? Also das ist jetzt die Frage, wie? Also, ihr müsst jetzt hier mal was sagen. Ich sag mal was, es ist aber tatsächlich nicht meine Baustelle, deswegen schwimme ich dann ein bisschen, nehme die Thematik mal mit, weil im MDR quasi ja auch unser Haus mit vertreten ist. Auf der anderen Seite bekommen wir natürlich in einem ganz anderen Bereich, aber vielleicht gibt es ja Schnittstellen bei Literaten etc. Durchaus auch oder auch bei Hochschulen, Kopien. Das hat schon auch was mit Urheberrecht quasi von demjenigen zu tun, der ein Werk geschaffen hat, der vielleicht gegebenenfalls auch finanzielle Mittel dafür bekommen hat.
Und dafür gibt es ja auch die, auch wenn Sie kritisch gucken, gibt es ja auch die, die VG Wort etc. oder die GEMA, die quasi ihrerseits ja nicht das für sich einsammelt, sondern das Geld quasi an die Künstler mit ausschüttet. Wie gesagt, das ist nicht meine Baustelle, aber da wird hinter den Kulissen, es ist nicht, dass da nichts passiert, aber theoretisch hinter den Kulissen mit ich hätte jetzt beinahe gesagt, mit Messern und Knüppeln gekämpft, quasi einerseits der Öffentlichkeit quasi oder auch in den Schulen oder auch in Universitäten Material zur Verfügung zu stellen, aber andererseits in Zeiten wie heute, wo ich, wenn ich morgen was ins Netz stelle, überhaupt keine Kontrolle mehr habe, wenn das nicht solche Systeme gibt und da einen Ausgleich zu finden, aber wie gesagt, da gibt es wahrscheinlich nicht nur schwarz und weiß, sondern die Frage, wie kann man quasi die Interessen so ausgleichen. Also das leuchtet mir zum Beispiel ein, es kann eigentlich nicht sein, dass man quasi Filme oder auch andere Produktionen einer Minderheit nicht mehr zu Gesicht bekommt. Da muss es eine Lösung geben. Wäre jetzt mein, aber sagen wir mal über die große und ganze Fläche, ist es ein Interessenausgleich. Die Urheber selbst haben da keine Rechte dran. Ein Peter Rocher hätte kein Recht daran zu sagen, was mit seinem Film passiert. Das ist tatsächlich so. Das Recht liegt bei den Verwertern. Das hat der Urheber leider nicht. Das ist wie mit der Menge an Hörspielen zum Beispiel, die für den Sorbischen Rundfunk produziert werden. Da gibt es auch eine ganze Menge. Und wenn man jetzt wollte, irgendwie CDs rausbringen, müsste man die alle irgendwie nochmal produzieren. Also die Autoren verkaufen die Rechte komplett an den Telepool und man muss das zurückkaufen. Das ist tatsächlich so. Ja, die Autoren verkaufen. Das ist die Bedingung. Also man kann gar nicht irgendwie darum handeln, dass man sagt, ich will das jetzt nur für eine Sendung verkaufen. Ja. Ist das so, also man muss das komplett verkaufen, sonst braucht das man das nicht. Das machen die nicht freiwillig. Also, Die Alternative ist, und die ist aber wesentlich teurer, dass man das selber produziert und dann tatsächlich das fertige Produkt zur ein- oder mehrmaligen Ausstrahlung verkauft. Das ist die Alternative. Aber und da sind wir wieder bei dem Thema, dass wir hier eine ordentliche Produktionsfirma endlich mal brauchen, wenn es geht um die Orbische. So, jetzt müssen wir aber schon ziemlich bald Schluss machen, weil die Vernissage ruft auch mit einem, es geht um Rhone, um die letzte Sorbin, die in Rhone in Tracht geht, eine Videoinstallation der Junglausitzer Künstlerin Frau Grah, und die Protagonistin selbst aus Rhone wird auch anwesend sein. Jetzt würde ich nochmal kurz vielleicht ein Schlussstatement in Richtung jetzt auf das Sorbische, ist es zum Beispiel denkbar, dass die zwei Bundesländer, also so eine Art Taskforce für das Sorbische, für das Filmerbe, wie auch immer, Sie haben in Sachsen sehr viel Vorarbeit geleistet, wir haben gesehen, auch in Brandenburg gibt es sehr konkrete Strukturüberlegungen und Strukturen, jetzt müsste man das ja vielleicht zusammenbringen im Hinblick auf das sorbische Filmerbe? Also ich denke, ein öffentliches Podium ist die Stiftung, wo das im Stiftungsrat erörtert werden muss, und wir, das habe ich heute gelernt, da nehme ich auch was mit, haben ja durchaus einen erkläglichen Etat, dann auch zu gucken, gibt es dann eine Möglichkeit zu sagen, für die Insel, die nicht das Ozean ist, quasi einen bestimmten Teil davon quasi vorab zur Verfügung zu stellen, halte ich durchaus für machbar, das sinnvoll, aber das muss, wie gesagt, dann muss man gucken, ob das mit dem Auftrag vom Landtag mit in Übereinstimmung zu bringen ist. Wenn ja, hätte ich als Letzter was dagegen. Ja, ich kann mich anschließen. Zusammenarbeit, ich finde, sie klappt auch ganz gut, gerade auf diesem Gebiet, wo wir uns immer an den Schnittstellen treffen. Dennoch gibt es immer Verbesserungsbedarfe. Wir müssten, also ich sag mal, ich bin ein bisschen gebeutelt, weil ich die Verhandlungen mit VG Wörth zu Semesterapparaten miterlebt habe. Das ist komplexer, als man das auf den ersten Blick, glaube ich, erfasst. Aber nichtsdestotrotz muss man wirklich nochmal, das nehme ich jetzt nochmal so ein bisschen mit, überlegen, ob man nicht im Bereich Sorbisch und Kulturgut nochmal hier vielleicht kreativere Lösungen braucht, dass es nicht untergeht in dem allgemeinen, sage ich mal, Dingen, die sich jetzt in den Verhältnissen zwischen Urheber, Autoren und Großindustrie da herausgearbeitet haben, ob man da nicht irgendwie noch eine Lücke finden kann. Also das muss man vielleicht auch wirklich nochmal ein bisschen kreativer sich überlegen, ob man nicht mit einem Kniff noch was findet, wo man da vielleicht doch noch mal was hebt an Schatz, was wir ja eigentlich alle wollen.
das Schlusswort hat die Stiftung für das Sorbische Volk. Ja, ich kann ja nicht nur bestätigen, dass wir aus eigener Kraft als Stiftung für das sorbische Volk, als auch als sorbisches Volk generell, dass wir da schaffen werden, uns um das Filmerbe zu kümmern mit den ganzen Herausforderungen, inklusive der nächsten 5 Jahrzehnte Langzeitarchivierung etc. Und genauso nicht neues filmisches Material hinzuzufügen. Auch da sind wir auf Kooperationen angewiesen. Und ich bin immer sehr erfreut, dass es da solche positive Äußerungen gibt. Genau, wir haben es mit Freude vernommen. Teuer super ist einer der wenigen sorbischen Sätze, die ich ganz auswendig kann. ja, Uchovnice kann ich auch. Herzlichen Dank an die Panelistinnen und Panelisten, an Sie. Ich denke, wir sehen uns jetzt alle unten zur Vernissage. Da soll es dann angeblich auch was zu trinken zu geben. Der Weg des sorbischen Volkes durch die Wüste sollte ein Ende finden. Unten bei der Vernissage. Vielen Dank.